Hallo aus Wien, ich bin heute hier mit einem sehr interessanten Interviewgast. Er ist kontrovers diskutiert und vermutlich euch auch in großen Zahlen schon bekannt. Ich bin heute hier mit Martin Zellner. Guten Tag. Guten Tag, schön, dass du hier bist. Das Mikrofon ein bisschen nehmen. Pardon, guten Tag, schön, dass du hier bist. Ja, wie geht's? Servus, danke, wie geht's gut? Und selbst? Ja, auch gestern in Wien angekommen, heute direkt jetzt das Interview. Ich habe mir ein paar hoffentlich spannende Fragen rausgesucht. Das wird jetzt keine Diskussion, das wird ein Interviewformat, bei dem ich einige Fragen stelle und Sie dann gerne darauf antworten können. Wir hatten uns auf das Du geeinigt eigentlich, okay. Können gerne bei Du sein, das Ältere habe ich dir angeboten. Ja. Ja. Gerne, ja, also stelle mich allen Fragen. Wenn ich Gegenfragen stellen darf, kannst du entscheiden, ob du sie beantworten möchtest. Sehr gerne, sehr gerne. Gut. Also, fangen wir mal an. Du bist der Kopf der identitären Bewegung hier aus Österreich. Ja. Seit? Seit der Gründung der IB 2012 bin ich dabei. Seit damals bin ich auch Sprecher. Und so seit 2019, 20 bin ich auch der Leiter der IB in Österreich. Ja. In der Zeit davor warst du, soweit ich weiß, ja in der rechtsextremen Szene unterwegs. Viele bezeichnen deine Vergangenheit ja als Neonazi-Jugend oder ähnlich. Wie stehst du heute dazu? Also, die Begrifflichkeit können wir sowieso nochmal ein bisschen klären. Was ist jetzt rechtsextrem? Was ist rechtsradikal? Ich bevorzuge den Begriff alte Rechte dafür. Also Rechte, die im Wesentlichen sich in Bild, Begriff und auch politischer Ausrichtung am NS oder an ähnlichen Bereichen mehr oder weniger orientiert. Ich war in der altrechten Subkultur, würde ich sagen, unterwegs. Also Konzerte, Demos, Partys, Mode, Musik, Rechtsrock etc. Das hat mich. Da habe ich mich quasi politisiert in dem Bereich, so ab 15, 16 und war dann bis in meine frühen 20er, ich kann es nicht genau festlegen, wann das war, dort. Bis es dann eben dieser Bruch war, mein persönlicher ideologischer Bruch und auch biografischer Bruch, wo wir gesagt haben, wir wollen hier etwas anderes machen, wir wollen hier was aufbauen und da kam es dann zur Gründung der Identitären Bewegung als Neurechte. Und wie stehst du heute dazu, zu dieser Vergangenheit, zu den Ansichten von damals? Würdest du dich davon klar abgrenzen? Absolut, oder? Klar. Habe ich mir einfach gemacht, das ist nicht meine Weltanschauung, vertrete ich nicht. Ich habe es halt durchlaufen, aber ich finde es auch wichtig, dass ich die Phase hatte, weil ich verstehe dadurch ganz genau, warum junge Menschen so etwas anzieht, wie das System funktioniert letztlich und aus meiner Sicht auch mittlerweile würde ich sagen, wie diese Subkultur und Szene sogar eine Stütze für die linksliberale kulturelle Hegemonie und Dominanz ist. Ja. Aber die Ziele vertrete ich nicht und die ganze Sprache, Symbolik etc. mache ich mir nicht gemein. Also für mich ist wichtig klar zu sagen, dass ich ein Neurechter bin, dass die IB eine neurechte Bewegung ist. Was würdest du denn dann sagen, sind deine aktuellen politischen Ziele, deine Vision für die Zukunft, die du auch mit deinem Aktivismus nach vorne bringen möchtest? Also als Identitärer, der Name sagt sich schon, IB, geht es uns darum, dass wir unsere Identität erhalten. Also wir wollen unsere Identität weiterführen, das ist unser Ziel. Und mein politisches Ziel ist es, quasi diesen Flaschenhals zu sprengen, weil für all die Ziele, die wir haben, halt unsere Kultur, unsere Traditionen, eine andere Migrationspolitik, braucht es zuerst mal Meinungsfreiheit. Also was ich eigentlich möchte, ich möchte eine offene und seriöse Debatte über Migration, die Konsequenzen, über Identität, Volk etc. ohne Scheuklappen, ohne Angst und politischen Terror. Und ich bin halt überzeugt davon, dass wenn es diese Meinungsfreiheit gibt, wenn nicht 50% der Deutschen sagen, sie haben Angst, ihre Meinung zu sagen, offizielle Statistiken, dass sich dann auch unsere Ideen ziemlich durchsetzen werden. Würdest du also leugnen, dass es Meinungsfreiheit aktuell gibt? In Deutschland oder im deutschen Kurs? Kennst du Idi Amin, diesen afrikanischen Diktator? Ja, sag mir was. Der hat mal gesagt, I can guarantee freedom of speech, but I can't guarantee freedom after speech. Also, du bist zwar unter Anführungszeichen frei, deine Meinung zu äußern, aber es hat harte Konsequenzen und Kosten nachher und das ist keine echte Meinungsfreiheit. Sprich, wenn du jetzt hier zum Beispiel, wir sind jetzt gerade in Wien, die Oper ist da hinten, Opernring, wenn du in Wien bei der Oper arbeitest und dann kommt raus, du bist ein FPÖler oder du gehst zu einer FPÖ-Veranstaltung, fliegst du sofort raus. Das ist einfach so, das weiß ich ganz genau. Lehrer werden gekündigt, wenn sie bei einer AfD- oder Covid-Demo mitmachen. Das heißt, es gibt krasse, harte ökonomische Konsequenzen für bestimmte Meinungen. Ist ein Fakt. Also ich sage, es gibt eine Meinungsfreiheit
auf dem Papier, im Grundgesetz, aber de facto ist sie nicht gegeben durch massive Zensur im Netz, Deep Banking, Deep Platforming, ökonomischen Druck, sozialen Druck und am Ende sogar terroristischen Druck durch die Antifa. Also ich finde, es gibt keine echte, zumindest nicht die Meinungsfreiheit, die man uns verspricht. Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht, wie man genau verhindern soll, dass private Arbeitgeber oder ob man überhaupt verhindern sollte, dass private Arbeitgeber nicht die Möglichkeit haben, Menschen zu entlassen, wenn diese in politisch fundamental anderer Ausrichtung sich äußern. Ich verstehe, was du meinst. Und im Wesentlichen ist das Argument dagegen immer folgendes. Okay, dann wenn eine Person, stellen wir uns vor, die Person macht jetzt nichts Gesetzeswidriges, aber sie, keine Ahnung, ja, pfeift jeder Frau nach oder betatscht Frauen, sauft sich an und ist halt ein richtig mieser Typ, dann hat er halt soziale Konsequenzen und wird halt gefeuert und kriegt kein Konto. Aber das ist halt im rechten Lager nicht so, sondern das ist ganz anders. Es gibt ganz gezielte, organisierte politische Hate-Mobs, die dann Druck auf Banken machen, Druck auf Unternehmen machen und dahinter steht Terrorismus. Beispiel, da gab es ja am Parteitag der Linken diesen einen Typen, der das auch gesagt hat. Der gemeint, wenn ein Lokal an die AfD vermietet, da geht man hin, klärt sie freundlich auf. Wenn sie dann nicht einlenken, haben wir andere Methoden. Tosenapplaus im Saal. Sprich, am Ende steht hier Druck und Angstmache. Das heißt, es ist nicht die freie Entscheidung der Unternehmer, das zu machen, sondern die Unternehmer haben große Angst und große Sorge aufgrund von letztlich auch terroristischem oder juristischem Druck. Und ich finde halt, wenn das so ein derartiges System hat, dass ich habe zum Beispiel noch über 90 Bankkonten verloren oder verweigert bekommen, dann hebelt das die Erwerbsfreiheit aus. Das ist natürlich klar, dass es ein Problem ist, wenn, wenn diese freie Entscheidung dann eben nicht mehr gegeben ist, weil Druck ausgeübt wird. Die Frage ist, wie möchte man genau verhindern, dass Druck ausgeübt wird, wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage ist halt, woher kommt das und wie kommt es, dass jetzt aus deiner Sicht, dass die linke Seite wesentlich besser kann als die rechte? Erste Frage, ich persönlich finde es zum Beispiel gut, wie die FPÖ das fordert, dass es ein Recht auf ein Bankkonto gibt. Dass du einfach ein Grundrecht auf Erwerbsfreiheit hast, weil ohne Bankkonto kannst du nicht existieren und Geschäftskonto zum Beispiel. Also ich habe jetzt ein, ich habe es gesehen, ich habe vorgezahlt, ich habe ein Grund- und Basiskonto, das habe ich, aber jede Überweisung, die ich bekomme oder rausgehe, fast jede wird geprüft, ich habe einen Sachbetreuer und ich kann mit diesem Grund- und Basiskonto zum Beispiel nicht die Vertragshonorare für meine Bücher empfangen. Das habe ich einmal gemacht, da habe ich das Konto gesperrt bekommen. Das heißt, ich muss irgendwie über jemand anderen die kriegen und dann muss der mir die überweisen, dann muss ich jedes Mal erklären, wenn ich Geld einzahle, wo das herkommt. Und Recht auf ein ganz normales Konto zum Beispiel, das wäre sinnvoll. Wenn es das gäbe, wären die Bankinstitute auch entlastet, weil dann stehen sie nicht das rechtsextrem da, wenn sie mir ein Konto geben. Zweiter Punkt, Beschränkung der Zensur im sozialen Medienbereich auf strafwürdige Inhalte. Es kann doch nicht sein, dass Social Media Plattformen, die mittlerweile genauso wichtig sind, wenn nicht wichtiger, wie die öffentlichen Telefonnetze, Verkehrsnetze, einfach nur aus ideologischen Gründen sagen, das ist Hate Speech, den zensieren wir, das zensieren wir, da wird eine Search Restriction, da wird ein Shadowban gemacht, weil damit greifen die eigentlich in unsere demokratischen Diskurs ein. Was ja eigentlich auch eher eine linke Sache ist, wenn man jetzt sagt, dass große Online-Plattformen kein Hausrecht haben, weil es ja schon wieder relativ viel Staatsinterventionismus ist an der Stelle. Stimmt. Aber im Fall der Bankkonten, ja, der Forderung kann man sicherlich etwas abgewinnen. Die Frage ist nur, wie sollte man damit umgehen, wenn dann tatsächlich Terroristen zum Beispiel versuchen, über Banken ihre, ja, ihre Aktionen zu koordinieren. Aber genau, das ist ein entscheidender Punkt. Terrorismus ist ja ein Verbrechen. Und die Linken haben es halt geschafft, um auf den zweiten Teil deiner Frage zu sprechen zu kommen, das so zu framen, als wäre rechte Meinung ein Verbrechen, weil sie sagen, unsere Meinung ist Hass. Und Hass ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Das heißt, sie tun so, als wären die Punkte, die wir ansprechen, Migrationskritik etc., indiskutabel und gleichzusetzen mit Terror. Und da sehe ich überhaupt kein Problem, weil wenn du klar sagst, es gibt Grenzen der Meinungsfreiheit, bin ich voll dafür. Also ich bin dafür, dass jemand, der zur Gewalt aufruft, jemand, der verleumdet, strafrechtlich relevant, jemand, der zu Terror aufruft oder mit Terror sympathisiert, der soll keine Meinungsfreiheit haben, völlig klar. Aber wenn ich ganz normale politische Positionen vertrete und dann sagt jemand, das ist jetzt Hetze, ja, oder das ist jetzt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mit so völlig arbiträren Merkmalen wie Rechtsextremismus zum Beispiel, ist ein völlig verwaschener Begriff. Das sagt nichts mehr aus heute. Ja, natürlich, damit muss man auch vorsichtig sein, weil... Wie würdest du definieren Rechtsextremismus, würde mich interessieren. Es gibt verschiedene Definitionen. Also erstmal könnte man sagen, dass... Gut, es gibt natürlich den Rechtsextremismus-Begriff nach Verfassungsschutz. Das wäre immer dann, wenn es verfassungsfeindliche, verfassungsfeindliche rechtes Gedankengut ist. Rechtsradikalismus, beziehungsweise rechtsradikal wäre dann alles, was noch innerhalb der Verfassung ist.
Man könnte natürlich jetzt auch sagen, es ist immer, wenn Gewalt angewendet wird oder zu Gewalt aufgerufen wird, rechtsextrem. Die Frage ist, was ist dann, wenn zum Beispiel Gewalt legitimiert wird, nicht direkt dazu aufgerufen wird, auch nicht direkt ausgeführt wird. Das sind alles so Sachen, darüber kann man sich sehr gut streiten. Die Frage ist halt nur, wo man da eine klare Linie zieht, wie gesagt, mit den privaten Firmen, welche dann vielleicht nicht unbedingt tatsächliche Terroristen finanzieren wollen oder unterstützen wollen, dadurch, dass sie ihre Produkte anbieten. Übrigens fast alle islamistischen, fundamentalistischen Prediger haben TikTok, haben PayPal, haben Bankkonten. Also die haben viel weniger Stress als Patrioten. Es gibt auch kaum Antifa-Recherchen dagegen und Potsdam ist immer noch in den Medien. Die große Kalifatskonferenz in Hamburg, eine Antifa-Hochburg, ja, gab es keine linke Demo dagegen, kein linker Fotograf stand davor, es gibt keinen Sticker dagegen, das ist ihnen einfach vollkommen egal. Aber zurückzukommen auf das, ich finde, die Unterscheidung ist ganz einfach zu machen, wo das Strafrecht beginnt und es beginnt natürlich bei Terrorismus, glasklar. Da, aus meiner Sicht, ist auf jeden Fall völlig gerechtfertigt, die Meinungsfreiheit einzuschränken, auch die Erwerbsfreiheit. Aber da, wo wir uns im Rahmen der Meinung der politischen Debatte befinden, braucht das Meinungsfreiheit. Und die Linken haben es halt geschafft, weil das war der erste Teil einer Frage, dass die Linken haben es geschafft, die kulturelle Hegemonie zu erobern, also den metapolitischen Raum. Ich weiß nicht, ob der Begriff schon mal untergekommen ist, Metapolitik, ja. Ist fast ein Running Gag in unseren Lagern, dass ich dauernd von Metapolitik rede. Aber die haben es halt geschafft, so die Kulturrevolution, die 68er, ganz gezielt diese Strukturen zu unterwandern, wie die Hochschule zum Beispiel. Ja, wenn du heute an die Uni gehst und Politikwissenschaften lernst, kommst du nachher als ein Linker raus. Du bist entweder rosa oder tiefrot. Politikwissenschaften heute ist einfach eine Ausbildungsanstalt, ein Bootcamp für Marxisten. Es ist so. Ja. Ich war selber an der Uni Philosophie studiert. Das war es genau so. Und wenn du nicht vorher schon extrem wach bist, andere Ideen hast, andere Kreise hast, Gegenmeinungen checkst, kommst du raus und bist als Standardeinstellung links. Ja, also das existiert sicherlich, gerade auch wenn dann halt in höheren Positionen Menschen sitzen, die ideologisch eingestellt sind. Ich würde es jetzt auch nicht besser finden, wenn die ideologisch rechts eingestellt wären. Ich finde, dort sollte es Vielfalt geben. Da stimme ich doch zu. Also ich finde, es wäre doch geil, wenn es eine Uni gibt in Deutschland, wo man weiß, da ist die Politikwissenschaft rechts. Dort gibt es rechte Lehrstühle und jeder, der von dort kommt, ja, ist eher rechts geprägt, dann gibt es eine linke Uni. Und dann gibt es halt einfach verschiedene Experten. Ja, aber wenn du anschaust... Kann man an einer Uni nicht beides machen? Ich glaube, das wäre auch gut. Das ja. wäre, glaube ich, mein bevorzugtes Konzept. Das wäre, die würden sich wahrscheinlich die Schädel einschlagen, aber es gibt ja Umfragen bei Politikjournalisten oder Allgemeinjournalisten, welchen Parteipräferenzen sie haben. Die kennst du wahrscheinlich, die Umfragen, ja. Und da siehst du wirklich über 50% Grün, die Grünen 40% und dann die Rechtsextremsten, dann sind 6-8%, ja, die ganz rechten Journalisten, die wählen dann CDU, ja, und sind CDU-nah. Und ich meine, das ist ja völlig absurd, wenn die Leute, die das Volk repräsentieren sollen in der Presse und die das Volk informieren und die öffentliche Meinung kreieren, die Debatte kreieren, wenn die eine radikal andere Meinung haben als das Volk. Und ich nenne das Ganze daher auch eine Erziehungsdiktatur. Die wollen nicht berichten, sondern sie wollen erziehen. Sie haben das Gefühl, ich habe auch das Interview angeschaut, das du mit diesem anderen Wiener da geführt hast. Ich glaube, Georg oder Gregor hieß der. Gregorspolitik, ja. Der rote Faden von ihm war, die Leute sind dumm, die Leute sind doof, die wissen nicht, worum es wirklich geht. Migration ist ein Fake-Problem, jede Form von Migration ist gut. Das ist alles eine Erfindung und ich bin Politikwissenschaftler, ich bin ein Science-Bro und ich weiß es einfach besser. Ja, ich habe Gregor tatsächlich heute gefragt, auch noch, ob er dir eine Frage stellen möchte. Ich habe ein paar Accounts jetzt so gefragt. Dazu kommen wir vielleicht am Ende noch. Zwei, drei Fragen, die ich jetzt von anderen Creatern bekommen habe an dich. Um vielleicht nochmal zurückzukommen zu dem ersten Punkt, zu dem zweiten möchte ich gleich auch nochmal was sagen. Also die Gewerbsfreiheit würde da enden, wo Terrorismus anfängt. Strafbarkeit. Ja, jetzt wäre nur meine Frage, wie lange darf diese Strafbarkeit zurückliegen? Weil sonst könnte man ja sagen, zum Beispiel du jetzt in deiner Jugend hast vielleicht verfassungsfeindliche Symbole gezeigt, hast vielleicht einen Straftatbestand wie die Volksverhetzung, was auch immer, erfüllt. Hast du jetzt keine Gewerbsfreiheit? Nein, überhaupt nicht. Ich meine damit, dass eben die Nutzung zum Beispiel eines Kontos oder eines Social Media Accounts, wenn die strafbar oder terrorbezogen ist, dann muss sie eingeschränkt werden. Aber wenn zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, mit einem Konto ja. ist ja ziemlich viel verknüpft. Also wenn ich zum Beispiel das Konto mir ermöglicht, wohin zu reisen, wo ich dann potenziell eine Straftat Absolut. Begehe, habe ich das ja... Das wäre zu streichen, weil da bin ich ja noch ein aktiver Terrorist, der quasi terroristisch tätig ist. Aber neben dem Fall, stellen wir uns vor, jemand begeht in seiner Jugend einen Bankraub und ist dann danach ein normales Mitglied der Gesellschaft, dem lebenslang ein Konto zu sperren, wäre krass. Aber wie lange denn? Also nie, gar nicht. Wenn er das Konto...
für normale geschäftliche Tätigkeiten verwendet, ist es ihm nicht zu sperren. Und ich zum Beispiel würde mein Geschäftskonto verwenden, wie du, ja, als Content Creator für Fundraising, Crowdfunding, für Verkauf von Informationsprodukten. Ja, ja nur die Grenze, die hier gesetzt ist, finde ich fragwürdig, weil es kann ja nie eine Bank wissen, wann eine terroristische Straftat, irgendwas strafrechtlich Relevantes geschehen wird. Das heißt, man muss aus den Erfahrungswerten arbeiten. Das heißt, man schaut, wann war diese Person Straftäter und wie lange in die Zukunft kann man dann quasi sagen, ist es davon auszugehen, dass das Konto wieder so genutzt wird und diese Person kriegt das dann halt dann gesperrt, weil es ist ja keine scharfe Trennlinie zu sagen, immer dann, wenn es terroristisch genutzt wird. Das kann die Bank ja nicht vorher wissen. Naja, das fände ich unfair, weil das öffnet Tür und Tor, dass man Leuten dann einfach arbiträr ein derartiges Grundrecht wie ein Konto verweigert, kann man auch gleich den Telefonanschluss sperren. Ich finde, wenn eine Person, Linker, Moslem, was auch immer, ja, unter Verdacht gerät, dass er tatsächlich strafbar agiert und handelt und zum Beispiel sein Konto nutzt, um Gelder zu sammeln, um damit eine Terrororganisation im Nahen Osten zu finanzieren. Oder dass er Spenden für die Hammerbande sammelt, zum Beispiel. Ja, oder anderweitig tätig ist oder im Rechten, damit ich jetzt nicht nur einseitig wirke, sage ich im rechten Lager tatsächlich in irgendwelchen Umsturzplänen oder Waffenschiebereien verwickelt ist, dann soll die Bank das sperren. Aber bei mir geht es ja darum, dass Content Creatoren, Leuten wie Nigel Farage, AfD-Politiker nach dem Wahlsieg einfach so ein Konto gesperrt wird, grundlos, und zwar ganz klar, weil sie Teil einer bestimmten politischen Richtung sind. Da weiß doch jeder, dass es nicht um Strafbarkeit geht, sondern geht es darum, wir als Bank, wir sind diverse und wir wollen dieser rechten Person das Konto verweigern. Und das ist das, wo ich widerspreche. Ich finde, dass das kann in der Form einfach nicht gemacht werden, weil man damit systematisch Leute von der Erwerbsfreiheit ausschließt. Und das ist auch deshalb so problematisch, weil demokratiepolitisch gesehen haben wir linke Orgas, islamische Orgas und so, die können ohne weiteres sich organisieren und Werbung machen. Diesen Gregor da zum Beispiel nur erwähnt hast, den wird nie jemand sperren, der wird nie ein Problem haben, der wird nie irgendwie deplatformt werden. Und dann hast du auf der anderen Seite, und die können sogar krasse Sachen sagen, ja, die können sagen, Weidel ist eine Nazischlampe, die können wie Bosetti sagen, Recht ist ein Blinder, an dem man rausschneiden muss, die können wie Böhmermann, ja, wirklich richtig auf die Pauke hauen. Und auf der anderen Seite hast du ein patriotisches Lager, über den hängt die Zensur wie ein Damoklesschwert. Ja, also jeden rechten Inhaltsersteller, den ich kenne, hat gigantische Angst, dass YouTube ihn morgen einfach sperrt. Und das kommt woher? Also, dass Rechte eben nicht diese Macht haben oder Rechte nicht diese Möglichkeiten haben, dort so viel Einfluss zu nehmen und Linke schon. Liegt das nur daran, dass es halt ein paar wenige Linke sich geschafft haben, in jeder Organisation an die Spitze zu arbeiten? Und warum haben das Rechte nicht gleichermaßen geschafft? Also ich würde es nicht als Verschwörungstheorie, die haben sich an die Spitze gearbeitet, bringen, sondern die Linken haben es geschafft, den nationalen Diskurs zu prägen. Sprich, die Linken haben es geschafft, dass sie die gesamte gesellschaftliche Debatte prägen, indem sie im Bereich Kultur, Medien, aber vor allem Hochschule einfach die dominante Kraft geworden sind. Das geht weniger jetzt als Verschwörungstheorie, sondern darum, dass ihre Ideen, ihre Begriffe, ihre Sprache einfach sich durchgesetzt hat, vor allem auch in Kunst und Kultur. Louis Althusser, das ist ein französischer Philosoph, ein Marxist, der sagt, das ist der ideologische Staatsapparat. Also es gibt die ideologischen Staatsapparate, Kirche, Erziehung, Familie, Kultur, und wenn du die hast, dann hast du eine massive Macht über die Sprache. Aber warum haben das nur die Linken geschafft? Weil die Rechten in der Nachkriegszeit, in der Zwischenkriegszeit, einfach dieses Kampffeld, das Metapolitische, komplett aufgegeben haben. Die Politikwissenschaften wurden aufgegeben, die Kulturwissenschaften wurden aufgegeben. Es gibt auch viel zu wenig Rechte, die sich wirklich intellektuell mit Dingen befassen. Die Konservativen haben halt gesagt, okay, ich werde Anwalt, ich gehe in die Wirtschaft, ich gehe in die Forstwirtschaft, was auch immer, ja. Ich möchte viel Kohle machen, ich möchte ein geiles Haus haben, möchte für meine Familie ein tolles Umfeld schaffen. Und ich würde sagen, sie haben eigentlich dieses Feld den Linken überlassen. Sprich, Hauptschuld darin sind die Konservativen und Rechten der letzten 20, 30, 40 Jahre. Und dann ist es also deine Ambition, vermutlich das zu einem gewissen Grad zu brechen, auch rechten Aktivismus wieder groß zu machen. Welche Vision oder welches politisches Ziel verfolgst du damit? Das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Wie würdest du das zusammenfassen am besten? Also meine Vision ist tatsächlich, also in einer zweiten Linie, ich will die Ersetzungsmigration, die wir gerade haben, stoppen, den Bevölkerungsaustausch stoppen. Ich halte das für ein vollkommen falsches Konzept. Und eine Lösung finden für die großen Probleme, die wir gerade haben. Demografie, Fachkräftemangel, Wandel, Arbeitsgesellschaft. Und langfristig
wäre mein Ziel, dass die gesamte Migrationsproblematik zu lindern oder vielleicht sogar zu lösen, indem man vor Ort Hilfe schafft, indem man eine bessere Balance schafft, auch in einer multipolaren Welt. Das wäre so im Groben mein politisches Ziel für das Land. Ich will den kulturellen Selbsthass, diese Neurose, die du hast, auch stark in Österreich und Deutschland überwinden. Also ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute große Probleme damit haben, mit ihrer kulturellen Identität und Geschichte. Und dass es auch wirklich stark in der Schule, in Bildung den Leuten indoktriniert wird. Und dadurch einfach einen normalen Bezug zum eigenen Land aufzubauen. Und was ich auch natürlich möchte, ist, dass Patriotismus, Konservativismus auch einen legitimen, starken Platz in der Öffentlichkeit haben. Okay, du sprachst das gerade schon an. Thema Bevölkerungsaustausch, der große Austausch. Was war das Wort? Ersatzmigration? Ersetzungsmigration. Das ist eine Übersetzung vom Replacement Migration, was ein Begriff ist, den die Vereinten Nationen und Demografen verwenden. Aber das findet ja eigentlich nicht statt, weil zumindest werden ja keine Deutschen jetzt ins Ausland migriert. Das ist eine wir könnten auch, ich meine, Ersetzungsmigration ist die bessere Übersetzung von Replacement wie es auf Französisch heißt, eben Le Grand Remplacement. Austausch, gebe ich dir recht, ist jetzt natürlich ein vielleicht nicht der richtige Terminus, den man dafür findet, aber ich glaube, den meisten Leuten ist klar, was passiert. Das ist so wie in einem Supermarkt. Alte Waren werden verkauft oder weggeschmissen und dann stellst du einfach andere Waren hinein. Und das wäre so, wie wenn du, sagen wir, du hast ein Lampengeschäft, ja, und für jede Lampe, die du verkaufst oder die du wegschmeißt, stellst du stattdessen einfach ein Polster hinein. Und irgendwann wird das Lampengeschäft dann zu einem Polstergeschäft. Und das ist das, was ich mit Bevölkerungsaustausch meine. Aber würdest du sagen, dann tauschst du das Regal aus? Also ich würde sagen, wäre dann der Begriff, keine Ahnung, Überflutungsmigration, sowas in die Richtung nicht angemessener, wenn man diese... Ersetzungsmigration ist angemessen. Du ersetzt die wegsterbende einheimische Bevölkerung, die überaltet und wegstirbt, durch andere Migranten. Und ein anderer deutscher Begriff ist Bestanderhaltungsmigration, sprich, die Migration hat nicht mehr den Sinn, keine Ahnung, kulturelle Bereicherung, Saisonarbeitskräfte oder was man für Gründe aufführen könnte, sage nicht, dass es meine wären, sondern die Migration hat den Sinn, unser demografisches Wegsterben zu ersetzen. Und das ist einfach, das schreibt die UN, die schreiben, Replacement Migration is a solution to a dying and aging population. Und das sagen unsere Politiker ständig, indem sie sagen, Migranten kommen her, um uns die Renten zu bezahlen. Und das, sage ich, ist eine Riesenlüge, ein fataler Fehler. Und daran werden du und ich, wir als Generationen, die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht das halbe Jahrhundert, zu leiden haben an diesem Fehler. Der Punkt, den ich nur sehe, ist halt, dass ich finde, wie gesagt, der Begriff Austausch impliziert für mich, dass quasi beidseitig etwas geht und etwas kommt. Und wenn, das ist ja eine Begriffsfrage. Ja, ich meine, die große Ersetzung klingt halt doof. Ja. Die Frage ist nur, woher kommt das? Steckt da jemand dahinter, der das Ziel verfolgt, das deutsche Volk auszurotten oder das österreichische Volk? Oder ist das ein natürlicher Prozess, eine Idee, die halt aktuell verfolgt wird? Gibt es irgendjemanden, der das aktiv durchbringt? Ja, ist ein guter Punkt. Und ich bin auch froh, dass du es ansprichst, weil das halt so ein Strohmann ist. Ne? Also es gibt sehr wohl Leute, die sagen, der Bevölkerungsaustausch ist Ergebnis einer Verschwörungstheorie. Ja? Also einer Verschwörung von Eliten, die das Volk ausrotten wollen. Ich sehe das anders. Also ich weiß, es gibt Leute, die tatsächlich die europäischen, weißen, westlichen Völker ausrotten wollen. Das gibt halt Leute, die sagen, ja, Bomber her, do it again, Party bis zum Volkstod. Das sind so ideologische, kleine, sehr laute antideutsche Gruppen. Aber aus meiner Sicht ist der Bevölkerungsaustausch ein Ergebnis von verschiedenen Interessenslagen. Also nicht monokausal, es ist ein komplexer Prozess. Ich könnte auch ins Detail gehen, wer davon profitiert und für wen das gut ist. Aber ich will nur das Argument erklären, dass Leute das verstehen. Im Mainstream wird diese eine Gruppe genommen, die den Bevölkerungsaustausch kritisiert und sagt, das ist eben Ergebnis eines jahrhundertealten Plans und die und die und die sind verantwortlich. Und dann wird so getan, als würde jeder Kritiker des Bevölkerungsaustauschs genau die Position vertreten. Und das ist falsch, die vertrete ich nicht. Ich persönlich glaube, dass es wesentlich komplexer ist. Man kann nicht eine Gruppe verantwortlich machen. Es ist nicht dahinter primär so ein Vernichtungswille von Leuten gegen unser Volk. Es gibt auch ökonomische Interessen, es gibt auch parteipolitische Interessen. Aber ich sage, der Hauptgrund für den Bevölkerungsaustausch, dass er bei uns stattfindet, aber in Japan zum Beispiel nicht, ist, dass wir so eine einseitige Migrationsdebatte haben.
dass die Leute Angst haben, über Identität und über Fremdung zu reden und dass wir massive Zensur haben, die verhindert, dass wir seriös mal einen Kassasturz machen und schauen, was uns die Migration eigentlich bringt. Okay, also würdest du sagen, es ist ebenso wie die Annahme, dass aus deiner Sicht Linke die Übermacht in vielen Institutionen und so weiter haben, auch hier der Fall, dass halt eine Seite der Debatte stark eingeschränkt wird, dass eine Meinung nicht wirklich zugelassen wird, weil sie als Verbrechen dargestellt werden kann, weil sie als Hass und Hetze dargestellt werden kann und es die linke Seite aus irgendeinem Grund schafft, sich da sehr stark durchzusetzen. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir keine offene Debatte darüber haben und warum bei uns, eben aufgrund dieser linken Dominanz, die ein Fakt ist, die man auch nachweisen kann an verschiedenen Zahlen, es bereits als rechtsextrem gilt, wenn du deine eigene Identität erhalten möchtest. Und diese Begriffe sind ja völlig dynamisch. In Japan gilt das in keinster Weise als rechtsextrem. Also was bei uns als rechtsextrem gilt, ist zum Beispiel in Dänemark mittlerweile fast schon Normalität. In Ungarn sind die ärgsten Sozialisten und Kommunisten völkischer unter Anführungszeichen und nationaler als die CDUler in Deutschland. Die dänische Sozialdemokratie würde wahrscheinlich rechts von der CDU stehen oder Teilen der CDU. Das heißt, das sind alles völlig dynamische Begriffe, aber wir leben in so einer kleinen Bubble, wo Böhmermann, wo die Tagesschau, wo einfach diese, aber auch die ganzen YouTube-Influencer, diese ganzen Rezos und Erklärbären haben eine Pseudowelt geschaffen, in der es für uns so wirkt, dass wir an vollkommen normale Positionen, nämlich ich will haben, dass die Einheimischen Mehrheit bleiben, wir wollen unsere Kultur halten, als rechtsextrem, rassistisch oder so gelten, aber 90% am Globus ist das nicht so. Ja, also was man tatsächlich sehen kann, ist, dass in verschiedenen Ländern das allgemeine Overton-Fenster, der allgemeine politische Diskurs in verschiedene Richtungen verschoben ist. Zum Beispiel würde ich auch sagen, dass man erkennen kann, dass der politische Diskurs in den USA rechter ist als der politische Diskurs in Deutschland. Das Overton-Fenster dort weiter rechts steht, auch in verschiedenen Punkten, Thema Migration zum Beispiel. In den USA ist es ja auch so, dass linke und rechte Presse wesentlich ausgeglichener sind als in Deutschland. Es gibt auch rechte Thinktanks dort, die sehr stark sind, gut finanziert sind, die massive intellektuelle Arbeit betreiben, die es in der Form nicht so stark gibt bei uns in Europa. Aber du hattest angesprochen, du wünschst dir, um nochmal zurück zu der Vision zu kommen, weil ich würde sagen, das ist eine ganz gute Antwort. Darf ich noch kurz eine Metapher bringen zum Bevölkerungsaustausch? Ich finde nämlich sehr gut, ja. Also es gibt ja den Brand Roms unter Nero. Und da gibt es verschiedene Theorien, warum Rom gebrannt hat. Die einen sagen, die Christen haben es angezündet, die einen sagen, Nero hat es selber angezündet, manche sagen, es war ein Zufall. Ja. Okay, da kann man drüber streiten. Aber keine würde leugnen, dass Rom gebrannt hat. Und beim Bevölkerungsaustausch ist es genauso. Man kann drüber streiten, wer da dahinter ist. Und da gibt es Theorien, interessiert mich teilweise, aber eher sekundär, primär ist ein absoluter demoskopischer Fakt, dass hier binnen von wenigen Jahrzehnten eine gigantische Umschichtung stattfindet. Eric Kaufmann, ein sehr bekannter Demograf und Politologe, nennt das White Shift. In allen westlichen europäischen weißen Ländern hast du eine massive Migrationswelle, die dazu führt, dass in urbanen Räumen, in gewissen Alterskohorten, die Einheimischen fast schon zur Minderheit werden und geworden sind. Die Tendenz wird weitergeführt bis hin zu, bei uns in Europa zum Beispiel, Dominanz von dem Islam in urbanen Räumen, in bestimmten Bereichen. Und in all diesen Ländern gibt es eine große moralisches Dogma, dass Diversity gut ist, dass man das nicht kritisieren darf und massive Zensur und staatliche Verfolgung von Kritikern. Was ich tatsächlich auch erkennen kann, das sehe ich ja selber, dass es sehr schwierig ist, ausgewogen zu bleiben, weil man sehr schnell in ein Lager gesteckt wird. Also angenommen, ich fange jetzt an, häufiger Interviews zu führen, dann würde ich vermutlich bei jedem rechten Interviewgast, wie jetzt zum Beispiel heute, entweder mich klar entscheiden müssten, in das rechte Lager zu gehen, dann würde ich alle linken bis liberalen Zuschauer vermutlich verlieren, weil die würden sehen, dass ich würden dann mich für einen Rechten halten. Andererseits könnte ich sagen, ich grenze mich ganz klar von allem Rechten ab, könnte mitmachen im linken Lager und dann würde mir vermutlich kein Rechter mehr wirklich zuschauen. Also da ist eine ganz massive Spaltung da, gerade in den öffentlichen Social-Media-Plattformen stark zu erkennen. Das halte ich tatsächlich auch für ein Problem. Aber du musst ja als Berichterstatter, Journalist das Recht haben, mit jedem zu reden, jeden anzuhören, ohne dass du sofort in ein Lager gesteckt wirst. Das ist ja absurd, weil wenn das der Fall ist,
Ich meine, es gibt sogar Journalisten bei uns, die zu den Taliban gehen oder, keine Ahnung, jetzt mit irgendwelchen Hisbollah-Leuten, anderen Leuten reden. Ja, sicher. Das ist erlaubt, aber scheinbar darf man im eigenen Land nicht mit rechten Aktivisten und rechten Parteien leben. Sicher, das sollte man auf jeden Fall dürfen. Das ist dann, ja, wie du vorhin erwähnt hast, auch Teil deiner Vision, soweit, dass es dort wieder eine freie Debatte gibt. Es gibt allerdings ja auch andere Äußerungen von dir, was deine Ziele sind, deine Utopie. So hast du zum Beispiel einmal das Zitat gebracht, ein Volk, ein Glaube, ein Reich wäre das Ziel der politischen Rechten oder auch das Ziel der identitären Bewegung. Wie stehst du zu diesem Zitat und was möchtest du damit aussagen? Weil ich habe mehrere Fragen gleich bezogen darauf. Gerne. Also das Zitat ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Es geht um die einen Vortrag, den ich in Schneiroda gehalten habe. Weißt du, worum es in dem Vortrag ging oder hast du ihn gesehen? Ich habe mir tatsächlich nur Ausschnitte von diesem Vortrag anschauen können, da sehr viel tatsächlich auch nicht mehr zu finden ist, weil dein YouTube-Kanal ist ja gesperrt worden. Den kann man sich anschauen. Ich rate auch jedem anzuschauen, der ist sehr spannend. Es geht nämlich um Transhumanismus und Nietzsche. Und da ging es um die Frage, was unterscheidet uns als Rechte und Konservative von Transhumanisten? Zum Teil auch von Ideen von Elon Musk. Ja? Und da habe ich versucht zu erklären, dass aus meiner Sicht eine rechte Haltung ab einer gewissen roten Linie, wo die Technik den Menschen ersetzen kann mit implantierten Mikrochips etc., Rechte irgendwann sagen, nein, das ist nicht mehr das, wofür wir stehen. Wir wollen nämlich nicht eben einen Übermenschen züchten oder einfach nur den Mars kolonialisieren oder den Menschen perfektionieren. Da würde ich sagen, das entspricht nicht mehr unseren Ideen. Ich als kontinentaler, konservativer, traditionalistischer Rechter sage, nein, es geht uns um ein Volk, um einen Glauben und ein Reich. Was ich mit Reich meinte, ist der Gedanke, dass Politik nicht nur eine säkulare, abstrakte Sache ist, sondern dass das Ganze auch eine größere Dimension hat. Also das ist der Kontext. Ich verstehe, dass das Zitat nicht aus dem Zusammenhang gerissen manchen Leuten sauer aufstößt, aber ich finde, man muss auch das Recht haben, gerade in solchen intellektuellen Themen, bei solchen Seminaren wie im IFS, auch solche kontroversen Dinge anzusprechen. Also ich distanziere mich in keinster Weise davon, aber ich finde, das sollte man im Kontext betrachten. Also erstmal würde ich sagen, ist es natürlich der historische Kontext bei diesem Aufbau an Worten. Aber was mich hauptsächlich interessieren würde, was ist mit einem Glaube gemeint? Denn dass es verschiedene Religionen in Deutschland oder auch Österreich gibt, ist doch ist klar, aber genau das eben nicht. Also das Zitat heißt nicht ein Volk, ein Glaube, ein Staat, ein Kanzler, sondern es ging um was anderes. Es war eher eine pluralistische Sache. Wofür stehen wir? Wir stehen für ein Volk, wir stehen für einen Glauben. Da habe ich nicht einen Glauben gemeint, ich habe einen Glauben, ich bin religiös, sondern ich habe damit gemeint, was die Rechten ausmacht, ist, dass für sie die religiöse Dimension etwas bedeutet. Also ich kann jedem nur raten, hört sich diesen Vortrag an, seht das Zitat im Kontext, dann wisst ihr genau, was ich damit gemeint habe. Ich habe damit gemeint, dass rechte Politik sich nicht nur in Machtpolitik, das war auch eine Kritik am Biologismus, also in reiner Steigerung der Fähigkeiten, der Fertigkeiten, Eroberung, Unterwerfung, Unterjochung, Züchtung von Hypermenschen aus prägen kann, sondern dass es Menschen auch um Rechten, um mehr geht. Eben um ein Volk, aber nicht ein Volk, sondern alle Völker. Das französische Volk, das deutsche, das japanische Volk, das italienische, das macht Rechte aus. Sie wollen ihre Völker bewahren. Einen Glauben. Damit meinte ich aber eben auch eine gewisse Vielfalt. Es gibt Rechte mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen und es gibt auch Rechte, die Atheisten sind. Also das ist mir eh völlig klar. So soll das Zitat nicht verstanden werden. Ist gut, dass ich es auch immer klarstellen kann. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, alle, die das Zitat krass finden, bitte schaue ich mal den gesamten Vortrag an. Und danach urteilt mehr. Die Frage ist nur, warum hast du ausgerechnet diesen Satzbau gewählt? Ich meine, wenn ich jetzt viele würden ja vorwerfen, dass dieser Satzaufbau ein abgewandeltes NS-Zitat ist. Stelle ich hier klar, ich bin der Einzige, der das klarstellen kann, da ich den Satz geschrieben und gewählt habe, ist in keinster Weise ein abgewandeltes Zitat. Ich gebe dir aber recht, dass es aus Marketing-Sicht wahrscheinlich unklug war, das so zu sagen. Ja, das ist mir völlig bewusst. War mir damals in der Form nicht bewusst, wie ich das jetzt geschrieben habe. Ich muss aber auch zusagen, dass alles, was ich mache, wenn ich jetzt ein Okay-Zeichen mache, alles irgendwie ausgelegt, wie meine Frisur. Wir hatten letztens eine Journalistin von der Washington Post bei uns, da hatten wir ein Plakat, da stand drauf 1683 und haben gemeint, da ist 16.1
83, 8 und 1 und 8 steht für Adolf Hitler. Ja? Also es gibt halt Leute, die überall was finden wollen. Mhm. Ich gebe dir aber recht, verstehe ich, wenn das also Leute befremdet. Im Fall von diesem Zitat ist es halt eigentlich, aus meiner Sicht zumindest, relativ schwer, das nicht so zu interpretieren. Oder zumindest sehr leicht eine Parallele zu erkennen. Kann ich verstehen, gebe ich dir recht, aus dem Zusammengerissen ist mir klar, dass es befremdlich wirkt, das Zitat. Deshalb kann ich nur Leute bitten, ob sie es machen wollen oder nicht, sich den Zusammenhang anzuschauen. Ich verstehe aber natürlich, dass politische Gegner das natürlich ausnutzen. Würde ich auch machen auf der anderen Seite. Insofern gebe ich dir recht, dass es sicher nicht klug formuliert war von mir. Okay, aber du würdest bestreiten, dass du eine Absicht damit hattest, damit irgendeine Anspielung zu machen? Absolut nicht. Irgendwen anzuziehen? Das kann ich klar sagen, in keinster Weise. Im Gegenteil, das wäre idiotisch. Und ich muss auch sagen, ich meine, ich war ja mal in der Szene und im Lager und da, als ich so da dabei war, habe ich auch keinen Hehl aus meinen Ansichten gemacht. Wenn ich gewisse Dinge vertreten würde, würde ich sie auch vertreten. Und zwar auch öffentlich. Das ist mir wichtig. Okay. Wie stehst du eigentlich zu Begriffen wie Regime Change und Umsturz? Weil das waren so Äußerungen, die ich mir jetzt auch häufiger mal angeschaut hatte. Du hast ja auch zum Beispiel mit dem Compact Magazin zuletzt zusammengearbeitet, nachdem es wieder erlaubt wurde, nachdem das Verbot vorübergehend gekippt wurde zumindest mal. Wie stehst du zu derartigen Aussagen? Also Regime Change als Begriff ist für mich etwas, das notwendig sein kann, wenn ein System komplett totalitär wird und der aber auch entsprechend den Vorbildern von Gandhi, Ruhrkampf, ziviler Bürgerrechtsbewegung, ziviler Widerstand absolut gewaltfrei bleibt. Das beschreibe ich im Buch ganz genau. Warum mache ich das? Ich will einfach zeigen, rechten Aktivisten, rechten Widerstandskämpfern, dass in jeder Form friedlicher Aktivismus, demokratischer Widerstand immer die bessere Option ist. Und das habe ich versucht in meinem strategischen Buch darzustellen. Aber natürlich wollen wir keinen gewaltsamen Umsturz, wir wollen eine organische Veränderung. Und ich sage, es wäre schon längst eine komplett andere Politik da. Wir hätten niemals 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag, Breitscheidplatz, Solingen, wenn es seit den 80er Jahren eine freie und offene Debatte gegeben hätte. Also was ich sehe, ist gerade eine künstliche Unterdrückung von einer überfälligen rechten, patriotischen, konservativen Gegenreaktion, Immunreaktion. Und ich sage, es ist gefährlich, die so lange zu unterdrücken. Okay, einmal erwähntest du Demokratiesimulation. Was möchtest du damit aussagen? Meinst du damit, dass Demokratie nicht existieren kann, bevor wir absolute oder zumindest sehr weitgehende Meinungsfreiheit haben? Oder meinst du, dass Wahlen wirklich nichts bringen und es eh weitergeht, wie es irgendjemand bestimmt, egal was die demokratischen Wahlen bringen? Wahlfreiheit, Entscheidungsfreiheit hat Grundlagen und Grundsätze. Also wir sagen, Demokratie legitimiert Macht, weil unsere Politiker haben viel Macht. Ja? Die können Gesetze vorschreiben, die dann kleben bis ins kleinste Regeln. Und sie haben die Legitimation dazu, weil die Mehrheit das will und hinter ihnen steht über das repräsentative System. Aber Entscheidungsfreiheit ist erstmal setzt voraus, dass du alle Informationen hast. Wenn ich jetzt sage, du hast jetzt eine Krankheit und du kannst dich zwischen diesen beiden Behandlungen entscheiden. Ich halte aber eine dritte Behandlung geheim vor dir und berichte gar nichts, sag dir nichts dazu. Und du hast dich dann frei entschieden für eine der beiden Optionen, ja, da war das keine freie Entscheidung. Wenn ich dann noch zu dir sage, es gibt zwar diese Option, aber wenn du dich für diese Option entscheidest, dann bist du ein Rassist, dann bist du ein Extremist, dann hast du das Leben der Menschen im Mittelmeer am Gewissen etc. pp. Auch dann war es keine freie Entscheidung. Also ich sage, wir haben heute ein System mit derartig viel Zensur und Unterdrückung. Also wie viele Leute von YouTube gesperrt wurden? Unfassbar. Ich persönlich kann nicht meine Lesung halten in Deutschland. Wenn ich eine Lesung halt ankündige und hingehe, kommt die Polizei, schiebt mich ab und die Lesung wird gesprengt. Das ist doch keine Meinungsfreiheit. Die Frage ist nur, ob die Demokratie da was für kann, weil relativ viel von dem, nein, was du beschreibst... Nein, ich bin ja für eine Demokratie. Ich bin für die echte Demokratie und ich bin gegen diese Simulation, die sie uns jetzt vorsetzen, wo sie so tun, das wäre alles demokratisch, aber sobald irgendwo mal eine echte, substanziell unterschiedliche Partei hochkommt wie die AfD, denken sie nach über Parteiverbote, denken sie nach über Entzug von Grund- und Freiheitsrechten. Sobald einmal ein Buch zum Bestseller wird, das ihr nicht gefällt, sprengen sie alle Lesungen, machen das zum Unwort. Also die AfD ist ein Stresstest. Bei der AfD ist zum ersten Mal eine Partei, die hochkommt, die eine fundamental andere Meinung hat, aber die
demokratisch vertritt, weil wenn die AfD nicht demokratisch wäre, dann würde sie auch keine, sich nicht als Partei formieren und organisieren. Und ich bin auch dafür, also echt extremistische Bestrebungen muss man bekämpfen, egal ob links oder rechts. Naja, du kannst natürlich auch mit einer demokratischen Wahl trotzdem die Demokratie abschaffen wollen, also... Aber theoretisch möglich, nur wenn du das jetzt unterstellst der Linken zum Beispiel, weil in der linken Partei gibt es genügend Extremisten und Radikale, die gewaltaffin sind, also mit der linksterroristischen Antifa. Also ich mag die Linke auch nicht. Nein, ich will nur sagen, aber warum fordert dann keiner die Abschaffung der Linken? Also du kannst es theoretisch jeder rechten Randpartei unterstellen. Ja, weil die Linke aber hat auch keine Relevanz halt. Naja, also jetzt nicht mehr, BSW hat wieder Relevanz. Also ich sage ja nur, es gibt einen Konsens mittlerweile, Linke ist einfach eine Partei unter vielen, die Brandmauer zu links ist auch nicht so stark wie bei der AfD. Ich finde das Argument halt schwach, weil wenn ich sage, okay, ich schränke die Demokratie ein, damit du sie nicht einschränken kannst, ist genauso, wie ich sage, ich hau jetzt einen auf die Nase, damit du mich nicht hauen kannst. Also das finde ich falsch. Und klar, aber es braucht ja schon einen gewissen Schutz, zum Beispiel, dass derjenige, der gewählt wird, dann nicht plötzlich absolute Macht hat, die Verfassung zu ändern. Bin ich voll dafür. Weil dann kommt einer hoch, der halt vorgibt, Demokrat zu sein, aber ist es dann halt am Ende nicht? Es braucht Checks and Balances, klar, logisch. Ja. Also da bin ich überhaupt nicht dagegen, im Gegenteil. Was ich nur sage ist, es braucht auch eine fünfte Gewalt, die nicht so übermächtig ist. Wenn du dir anschaust, zum Beispiel das Buch von Robin Alexander, sehr spannend, so ein Journalist, Bestseller, Spiegel-Bestseller, das heißt, ich glaube, die Getriebenen, und da beschreibt er, wie in der Asylkrise 15 die CDU wirklich von der Presse hineingetrieben wurde in Refugee Welcome. Und die Politiker sind keine Anführer, die Politiker sind Nachfolger. Die Politiker folgen der Stimmung, der Meinung in den Umfragen und die wird von der Presse vorgegeben. Also die Presse hat eine gigantische Macht über die Politik und wenn die Presse links ist, dann verschiebt das Overton-Fenster sich jeden Tag nach links. Und die Politiker, die sagen, wir wollen die Mitte der Gesellschaft ansprechen, gehen der Mitte nach und gehen jeden Tag weiter nach links. Und dadurch, kennst du das Meme ja, von der Konservative im Jahr 2040? Also, wo die CDU heute steht, stand einfach vor 10 Jahren die SPD. Ja. Ja, die Frage ist nur, um zurückzukommen zur eigentlichen Frage, ob ein Begriff wie... Weil, das möchte ich, letzte Aussage ist ein bisschen plakativ, da könnte man drüber streiten. Jetzt will ich ein bisschen relativieren, aber du weißt das Prinzip, worauf ich hinausgehe. Ja, ich würde sagen, in Bezug auf den Markt, in Bezug auf alles Wirtschaftliche, würde ich das nicht erkennen wirklich, aber... Gebe ich dir recht, deshalb habe ich die Aussage ein bisschen relativiert, ja. Lässt sich sicher drüber streiten. Die Frage ist nur, ob dann ein Begriff, wenn du jetzt quasi sagst, es liegt sehr viel an gesellschaftlichen Faktoren, die du ja aufgezählt hast, existiert keine wirkliche absolute Demokratie in deinen Augen oder keine echte Demokratie? Keine funktionale Demokratie, okay. Würde ich sagen. Dann ist halt die Frage, ob daran die Regierung oder der Staat Schuld hat oder ob relativ vieles davon ein gesellschaftliches Phänomen ist, welches schwer ist, mit Gesetzen einzuschränken. 100% gesellschaftliches Phänomen. Ich will auch keine Gesetze dagegen, sondern ich sage, die Rechten müssen checken, dass es nicht abwählbar ist, ja, diese linke Machtblock, sondern dass wir selber aktiv werden müssen. Das heißt, wir müssen Bürgerinitiativen gründen, wir müssen die Leute aufklären, wir müssen auch aufhören, und das ist meine Kritik an den Rechten, immer wieder die Klischees zu erfüllen, ja, die Linke von uns bringen. Und da möchte ich kurz anekdotisch zurückgehen in meine Jugend. Wie ich so 14, 15, 16 war, wie ich mich politisiert habe, ja, da wollte ich einfach recht sein, weil mir ging das Linke auf die Nerven, meine linken Lehrer, die linke Schule. Das war halt so, ja. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht werden manche Leute auch so geboren, ja. Und dann wollte ich schauen, okay, was ist ein Rechter heute? Die Partei hat mich nicht interessiert. Die FPÖ damals war für junge Menschen auch nicht sehr attraktiv. Und dann bin ich echt auf linke Antifa-Seiten gegangen, habe mir angeschaut, was sind rechte Modemarken, was sind gerade die größten rechten Bands und was sind so gerade die rechten Gruppen. Das heißt, mein Weg in die altrechte Szene ist fast ausschließlich über Antifa-Seiten gegangen, weil ich mich informieren wollte, wie Rechte gerade so aussehen und wie die drauf sind. Das heißt, es gibt halt auch ein paar Rechte, die einfach bereitwillig, wie nützliche Idioten, das Klischee erfüllen, das Linke aufbauen. Und ich glaube, dass Linke auch genau ein Interesse daran haben. Also ich glaube, die Linken haben einen riesigen Bedarf an echten Nazis, weil die legitimieren dann ihre ganzen Rechtsextremismus-Beratungsstellen, ja, und so weiter. Aber du würdest du sagen, das Problem an Nazis ist also, dass sie Rechte delegitimieren oder würdest du sagen, es gibt tatsächlich ein Problem an deren Ansichten? Nein, das ich habe einen Aspekt davon dargestellt, ja. Das ist jetzt nicht meine Ideologie, nicht meine Weltanschauung, aber aus meiner persönlichen neurechten Sicht sehe ich ja auch dazu, ja, dass ich diese Ideologie ablehne, auch ein strategisches Problem, ja, weil natürlich aus meiner Sicht, ein Beispiel, es gibt einen Satz, den ein Altrechter
und ein Antideutscher zustimmen würde. Der Satz lautet: Wer sich heute für Remigration einsetzt und für den Erhalt der Identität des Volkes, muss eigentlich Nationalsozialist sein. Da würden die Linken sagen, ja, das stimmt, ganz genauso. Die AfDler, das sind einfach alles Feiglinge, die geben das nicht zu. Ja. Und da gibt es ein paar Altrechte, ich würde jetzt keinen Namen nennen, aber keine Parteien, aber das kennt man ja alles, die sagen, ja, das stimmt auch, das sind alles Feiglinge, die geben das nicht offen zu. Wer wirklich dafür sein möchte, muss zu uns kommen, weil das sind alles Verräter und Schills und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, es gibt da eine gewisse Schnittmenge an Leuten, die ein Interesse daran haben, dass diese neurechte Bewegung, für die wir stehen, nicht existiert, dass sie zerbricht, dass sie sich auflöst, dass sie in kleine extremistische Strukturen übergeht, und dagegen kämpfe ich. Okay, aber wenn wir gerade schon bei Klischees sind und bei Angriffsfläche und so weiter, würde ich wirklich in Frage stellen, ob man dann mit Compact zusammenarbeiten sollte und ob das dann wirklich die beste Idee ist, weil zum Beispiel ja Jürgen Elsässer auch von Umsturz spricht. Das ist ja seine Sprache. Friedlich. Ja, aber das sagt er, wenn man ihn danach fragt. Aber im Normalfall redet er meist nur von Umsturz. Also ich kenne Jürgen, ja. Und ich meine, das Schöne an der Kompakt-Magazin finde ich auch, dass es einen Meinungspluralismus gibt. Ich war schon oft mit Jürgen einer Meinung, in vielen Bereichen bin ich nicht mit meiner Meinung, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Elsässer ein lupenreiner Demokrat ist, kommt selber ja aus dem linken Lager, was er damit meint. Und natürlich hat er auch eine sag ich mal, motivierende, bisschen aufheizende Sprache. Ja. Er sieht das Kompakt-Magazin ja auch gezielt als so eine Art Dampfbrecher. Aber niemals würde Elsässer irgendwie zu Gewalt aufrufen oder Gewalt legitimieren. Die Frage ist, ob es nicht reicht, wenn man von Umsturz spricht und mit einer motivierenden Sprache Menschen dazu, ja. Nein, du, das sehe ich nicht so. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, schau, wenn du da anfängst, ja, dann musst du jede linke Demo verbieten. Die reden auch die ganze Zeit von Revolution, Revolution, Extinction Rebellion, ja. Na gut, es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen... Du musst jeden Protestsong der Ärzte verbieten, ja. Nein, ich muss ja nicht alles verbieten, was ich trotzdem kritisieren kann. Also nein, du kannst es kritisieren, aber... Ich kann es ja falsch finden, ne? Ja. Ich würde sagen, man soll das nicht machen. Das heißt ja nicht automatisch, dass ich es verbieten möchte. Okay, gut. Also wenn du... Sorry, dann habe ich es überinterpretiert. Wenn du das so sagst, verstehe ich deine Kritik. Sie ist sicher valide. Ich muss dazu aber auch sagen, es gibt ja auch im rechten Lager verschiedenste Medien. Ja? Es gibt ja die Junge Freiheit, es gibt Achse des Guten, Tiges Einblick. Und es gibt halt auch das Kompaktmagazin. Und ich finde, das Kompaktmagazin hat eben als hier, genau wie Jürgen sich auch sieht, so dass der Eisbrecher, ja, hat auch eine Legitimation. Und ich finde, die größte Legitimation für das Kompaktmagazin ist ja dieser Sprengung jetzt. Also sie haben wirklich alles ausgeräumt, alles durchsucht, alles bis ins Kleinste, ja, also wirklich jeden Zettel umgedreht, weil die wollten ja, um ihr Gesicht nicht zu verlieren, echt was finden. Aber scheinbar haben sie nichts gefunden, das irgendwie verbieten kann, dass das Kompaktmagazin weiter rauskommt. Und ich habe auch meine Kolumne jetzt geschrieben für die nächste Ausgabe, also ich finde es okay. Und ich persönlich verstehe, dass Leuten der Stil von Kompakt vielleicht nicht gefällt, aber ich finde es gut, dass es das Magazin gibt. Also, und ich würde halt freue mich, klar, dass ich da schreiben darf. Ja, ich würde halt ganz klar trennen zwischen, ob das verboten werden sollte. Tatsächlich halte ich es immer für recht gefährlich, Presseorgane zu verbieten, oder ob ich mit denen kooperieren würde. Weil einerseits kann ich schon sagen, dass ich mit... Medien, die zumindest mal potenziell viele Menschen dazu aufhetzen könnten, auch mit einer Sprache, die zu einem gewissen Grad auf jeden Fall Gewalt legitimiert. Das würde ich nicht so sagen. Also ich finde nicht, dass die Sprache von Kompakt oder von Jürgen irgendwie Gewalt legitimiert, weil das, wozu halt, also auch im Kompakt gibt es auch ständig Kritiken. Unlängst habe ich selber eine Kritik im Magazin auch geschrieben von diesem Militanzfetisch und Prepping, und dass man immer glaubt, man muss irgendwie militärisch vorgehen oder am Ende ist es nur die Armee. Also das Einzige, wozu Jürgen jemals aufgerufen hat, waren massenhafte Demos, ziviler Widerstand auf der Straße. Das ist so seine, die Sache, zu denen er aufruft. Die konkrete Forderung. Die konkrete Forderung. Aber ich glaube auch wirklich nicht, dass irgendwer das Kompaktmagazin liest und dadurch dann radikalisiert oder Gewalt erfinden wird. Sehe ich überhaupt nicht so. Aber deine Meinung, wenn es dir nicht gefällt, wenn das nicht dein Ziel ist, ist legitim. Aber ich werde mich jetzt nicht davon distanzieren oder sagen, dass ich mit denen nicht mehr zusammenarbeite. Im Gegenteil, ich finde das vollkommen legitim. Und ich finde zum Beispiel auch gewisse adhortative, radikale, linksradikale gar Ansätze und Sprache in Ordnung. Oder auch wenn ich sie nicht mag,
finde ich das legitim, die sollen ihre Demos haben, die sollen das machen. Ja, 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 erlauben würde ich es auch, aber ich würde auch mit Linksradikalen jetzt halt nicht zusammenarbeiten. Ist da ist dir unbenommen, aber wie gesagt, ich finde das Kompaktmagazin in der Hinsicht eine wichtige Plattform des patriotischen Lagers und ich finde, dass es auch übertrieben wird und ich finde, dass sie gescheiterte Versuch der Zerschlagen des Kompaktmagazins einfach bestätigt als eine Art Persilschein, dass es nichts daran gibt, was irgendwie problematisch oder extremistisch ist. Okay. Dann hatte ich noch eine Frage bezüglich der Ansichten, die im Kompaktmagazin zum Beispiel vertreten werden. Zum Beispiel hat Jürgen Elsässer ja auch eine teils stark anti-israelische bzw. anti-jüdische Einstellung. Zweiteres würde ich widersprechen, ja, weil ich ihn auch persönlich kenne. Es gibt auch immer wieder Artikel, auch selber von Israelis oder jüdischen Menschen geschrieben im Kompakt. Jürgen, würde ich sagen, ist da klassisch auch aus seiner Haltung ein Antiimperialist. Also ein Antiimperialist, wahrscheinlich auch antizionistisch eingestellt. Ja, würde ich auch so sagen. So wie halt extrem viele Linke, auch BSW wahrscheinlich in der Richtung. Da würde sich, glaube ich, wiederfinden. Ja. Wie siehst du dich da? Persönlich habe ich da jetzt keine Positionierung. Ja. Insofern, als ich mich in geopolitischen Fragen, sei es Taiwan, sei es Ukraine, sei es Nahostkonflikt, einfach nicht klar positioniere oder irgendeine Seite beziehe. Das ist meine persönliche Haltung. Aber ich finde es, ich meine, es gibt im rechten Lager jetzt Leute, die eher pro-Israel sind. In der AfD gibt es da einige. Da gibt es im rechten Lager Leute wie Jürgen, die das eher kritisch sehen, antiimperialistisch. Und ich bin der Großteil des rechten Lagers, die einfach sagen, ja, da gibt es zwei Seiten, da gibt es einen unglaublich tragischen Konflikt, aber ich kann ihn von hier aus weder beurteilen noch lösen, noch ist es unsere Aufgabe oder unsere Pflicht, dass wir hier uns klar auf eine Seite stellen. Ich finde es tatsächlich sehr schade, dass es viele Rechte ebenfalls nicht schaffen, da eine klare Position zu beziehen. Da ich der Meinung bin, dass Israel gerade gegen den internationalen islamistischen Terrorismus einen Krieg führt und der Ausgang dieses Krieges tatsächlich für die gesamte Welt Relevanz haben wird. Und du meintest, dass Jürgen Elsässer wäre antiimperialistisch. Ich finde, die pro-israelische Position ist die eigentlich antiimperialistische. Da ich muss auch kurz sagen, ich bin jetzt nicht Jürgen Elsässers quasi Vertreter. Am besten fragst du mal selber oder ist sicher bereit, mit darüber zu reden. Also extrem offen, finde ich auch ein extrem spannendes Gespräch. Ja. Ich kann nur sagen, ich persönlich, also ich kenne diesen Punkt, wie soll ich sagen? Also ich sehe halt, wenn ich mich umschaue, ja, dass in, ich glaube, 27% waren es, auf jeden Fall über 20% der französischen Jugendlichen den IS unterstützen, weil halt so ein Bevölkerungsaustausch stattgefunden hat. Ich sehe gigantische Hamas-Demos in allen Großstädten. Ich sehe, dass der Dschihadismus die Jugendsubkultur Nummer 1 ist, hier in Österreich und Wien. Ja. Und ich sehe einfach diese gigantischen, massiven Probleme hier. Und die fokussieren mich und die betreffen mich so stark, dass ich jetzt einfach nicht weder, ehrlich gesagt, Zeit noch Muße habe, mir zu überlegen, ob ich jetzt eher auf Seite der Ukraine oder des Donbasses stehe, wie ich Taiwan beurteile, ob ich jetzt im Jemen auf der Seite Saudi-Arabiens oder der Houthis bin, wie ich den Irak beurteile, etc. Ich würde tatsächlich das ist meine, sagen, meine persönliche Positionierung dazu. Ich würde dazu gerade tatsächlich sagen, wenn du den Islamismus in Europa ansprichst, würde ich sagen, das hat man halt in Israel wesentlich krasser. Da hat man halt, haben diese Islamisten tatsächlich auch politische Macht, gerade in den umliegenden Ländern. Und Israel macht halt aktiv was dagegen. Es ist halt genau der Punkt, der hier in wesentlich abgeschwächter Form da ist, wo du jetzt quasi kritisierst, dass da nichts gegen gemacht wird. Israel kämpft halt aktiv dagegen an, ne? Nur dass die Islamisten dort wesentlich stärker sind. Ja, also ich glaube, die Konflikte sind schon sehr unterschiedlich, weil bei Israel kommen ja auch territoriale Sachen dazu. Also ich glaube, wenn Israel jetzt kein jüdischer Staat wäre, sondern sagen wir jetzt mal ein weißer Westlicher, so wie Südafrika, und die Palästinenser keine Moslems wären, sondern sagen wir Bantus und naturgläubige Völker. Nee, wir müssen das. Nee, also, da gibt es auch einen Konflikt. Aber Würden wir die Juden durch irgendeine andere Gruppe ersetzen, ja, in Israel, glaube ich, dass es wesentlich weniger Konflikte mit den arabischen Palästinensern gebe. Möglich, aber ich will... Gerade in diesem fundamentalistischen Islam da gibt es recht. Auch tatsächlich sehr... Die religiöse Aufladung, ja, macht den Konflikt wesentlich stärker, wesentlich irrationaler, in verschiedener Hinsicht, vielleicht auch auf beiden Seiten. Ich persönlich sehe es aber so, es gibt eine Parallele, die sehe ich auf jeden Fall, und das ist halt die Frage der Demografie.
Weil das Problem halt, die Zwickmühle, die Israel hat, ist natürlich, dass über die Geburtenraten auch, ja, in der islamischen Welt, über das gigantische Wachstum der islamischen Welt, auch über die von arabischen Israelis, langfristig diese Demokratie nicht funktionieren wird oder zusammenbrechen kann. Und da sehe ich schon eine gewisse Parallele. Also wie gesagt, es gibt auch große Unterschiede, das ist klar, aber ich sehe die Parallele insofern, als wenn wir nicht aufpassen, kann es uns in Europa so gehen wie in dem Libanon. Sprich, wir haben dann irgendwann eine islamische Bevölkerungsmehrheit hier. Zugleich aber, und warum, du musst auch verstehen, warum ich mich hier so klar positioniere, dass ich mich nicht positioniere. Ich weigere mich, dass auch fremde Konflikte so stark nach Europa importiert werden. Das will ich einfach nicht. Ich will nicht haben, dass wir in Europa auf einmal Hamas-Demos haben. Ich will nicht haben, dass wir in Europa auf einmal, keine Ahnung, ukrainische und russische Leute auf der Straße sich die Schädel einschlagen. Ich will das nicht. Ich finde, wir sollten uns auf unsere eigenen Probleme fokussieren. Das ist so, als würde mein Haus brennen und inzwischen helfe ich dem Nachbar beim Müll trennen. Aber wäre es nicht auch, also es gibt ja immer zu einem gewissen Grad, ist es wichtig, wie man sich auch zu internationalen Konflikten positioniert, auch um eben den Rückhalt für dieses Land zu stärken. Angenommen, Deutschland hätte jetzt ein wesentlich größeres Problem mit Islamismus und Deutschland müsste wesentlich mehr machen, keine Ahnung, es gäbe jetzt einen Krieg mit einem islamischen Land, mit einem islamistischen Land, mit irgendeinem Regime, mit einer Terrororganisation. Wäre es in diesem Fall nicht auch gut, wenn sich andere Länder dann mit Deutschland solidarisieren? Oder Österreich? Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Natürlich, klar, verstehe ich, ja, den Punkt. Aber ich glaube halt wirklich, dass die Lage halt relativ unterschiedlich ist. Ja? Also du wirst sicher einige Rechte finden, die hier stark Israel-solidarisch sind. Die gibt's. Ja? Es gibt, du wirst auch einige Rechte finden, die genau das Gegenteil sind. Aber ich bin hier ein Rechter, der sich da nicht quasi in einem fremden geopolitischen Konflikt hier fix auf eine Seite stellt. Und mir ist klar, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich bin voll auf Seite Israels zum Beispiel, könnte das irgendwie Bonuspunkte bringen, ja, einige Rechte glauben das halt, ja. Aber so sehe ich das nicht, weil ich bin hier ganz ehrlich und authentisch. Emotional gesehen kann ich auch zum Teil beide Seiten verstehen, ja, wenn ich jetzt ein Palästinenser bin, der im Gazastreifen lebt, dass ich dann Hass entwickle. Zugleich verstehe ich auch die Israelis, die genau wissen, wenn sie hier nicht die Golanhöhen zum Beispiel halten, dann schießt ihnen morgen die Hisbollah mit Raketen das ganze Land kaputt. Die haben halt auch nichts, wo sie hinflüchten können. Also das, ich sehe einfach eine gigantische Tragik in diesem Konflikt und wünschte, ich könnte ihn lösen. Ich kann ihn aber nicht lösen, von hier aus nicht. Ja. Und ich halte es auch für ein bisschen dann immer, wir sitzen hier gemütlich, ja, in einem herrlichen Wiener Salon, haben gerade einen Kaffee getrunken, ja, weißt du, was ich meine, ja. Keiner von uns muss vor irgendwas Angst haben morgen und da dann zu urteilen und dann diese Kriege im europäischen Wohnzimmer moralisch auszufechten, hat mich schon beim Ukraine-Krieg ein bisschen genervt, dass wir das machen. Ich denke tatsächlich, dass das eine sehr gute Idee ist. Ich denke, Sachen emotional betrachtet zu sehen, auch gerade von Menschen, die jetzt von keiner der beiden Parteien irgendwie beeinflusst sind, kann tatsächlich für den theoretischen Diskurs, für die theoretische Diskussion wesentlich besser sein, als wenn beide Seiten involviert sind und die sich gegenseitig wegen ihren Interessen anschreien. Okay, da gebe ich dir recht. Ja, sicher, man kann das hier aus einer guten neutralen Position betrachten und beobachten. Ich muss aber auch eines ehrlich gesagt sagen. Ich habe mich einfach auch mit der Geschichte des Konflikts noch nicht so intensiv beschäftigt, weil ihr seht, das geht ja ewig dann zurück, ja. Da gibt's die Gründung, da gibt's verschiedenste Seiten. Ich habe natürlich die ganzen YouTube-Videos mal alle angeschaut, ja. Aber ich habe mich auch mit der noch nicht die intensive Recherche selber vorgenommen, dass ich mich dazu klarer positionieren könnte oder wollte. Liegt aber auch ehrlich gesagt daran, dass ich einfach nur eine begrenzte Zeit habe und ich schreibe gerade ein Buch über die ethnische Wahl in Europa, also über die Stärke, die jetzt islamische Wahlenklaven bekommen in der Demokratie mittlerweile, habe noch gesehen in England, in Wien gibt es eine Liste Gaza, das sind die Themen, die mich einfach persönlich stärker interessieren, weil sie mir näher liegen. Okay. Kann man kritisieren, aber das ist mein Punkt dazu. Also keine starke Positionierung, starke Thematisierung von diesen internationalen Konflikten. Und dass ich mich nicht stark positioniere, ist aus meiner Sicht auch eine klare Positionierung. Warum? Weil ich als Patriot hier in Österreich die Aufgabe habe, die Interessen Österreichs zu vertreten. Und das hat mal, ich glaube, die Israeli gesagt, ein Volk hat keine ewigen Feinde und keine ewigen Freunde, sondern nur ewige Interessen. Reden wir nicht weiter über das Thema. Ich würde jetzt tatsächlich noch ganz gerne zu ein paar realpolitischen Forderungen kommen. So zum Beispiel das Asylrecht. Würdest du sagen, ein Asylrecht ist notwendig? Würdest du sagen, ein Asylrecht würdest du unterstützen? Zum Beispiel, wenn wir jetzt in einem angrenzenden Land einen Krieg hätten,
Würdest du sagen, wir sollten dann Flüchtlinge aus diesem Land aufnehmen? Ich bin generell dafür, dass das Asylrecht genau dafür, wie es gedacht war, auch aufrechterhalten bleibt. Das finde ich richtig. Sprich, ein Schutz auf Zeit für konkret politisch verfolgte Menschen, die auch keine andere Möglichkeit haben, irgendwo anders hinzugehen. Und das perfekte Beispiel waren die Mauerflüchtlinge. Aber auch die Flüchtlinge aus Ungarn während des Kommunismus. Nicolas Rimoldi, guter Freund von mir, ein Schweizer Covid-Kritiker, ja, dessen Eltern sind aus Ungarn geflohen nach dem Ungarnaufstand. Du konntest, die gesamte Sowjetzone war eine Todeszone für diese Leute und sie mussten in den Westen fliehen und lebten auch hier auf Zeit. Also sie konnten natürlich nicht zurückgehen. Einige sind nachher zurückgegangen, aber andere haben sich auch dann eben assimiliert. Aber wenn ich jetzt, bestes Beispiel eben, aus Ungarn flüchte nach Österreich. Und danach sage ich, ich will jetzt aber mich in Australien niederlassen wirtschaftlich und jetzt gehe ich nach Australien. Da bin ich kein Flüchtling mehr, sondern Migrant. Und das ist der entscheidende Punkt, ja, dass eine Flucht doch irgendwann endet. Und ich finde, das Asylrecht wird heute einfach für Wirtschaftsmigration missbraucht. Und das wissen die Linken ganz genau, das wissen sie alle. Die wissen, dass es Wirtschaftsflucht ist. Aber sie verwenden nach wie vor die Gesetzesmittel des Asylrechts und haben damit auch den Begriff des Flüchtlings vollkommen entwertet. Der ist mittlerweile fast ein Schimpfwort geworden im Sprachgebrauch von vielen Leuten. Und genau da würde auch meine nächste Frage anknüpfen, weil die jetzt sehr klar beantwortet wurde. Wie stehst du denn zu geregelter Migration oder legaler Migration? Sollte es die Möglichkeit geben für Menschen, die zum Beispiel in Deutschland einen Job finden, sich aus dem Ausland dann ein Arbeitsvisum zu holen und nach Deutschland einzureisen, vielleicht erstmal zeitlich begrenzt und dann nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Integration in die Gesellschaft auch die Staatsbürgerschaft zu erlangen? Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt, das mag vielleicht einige überraschen, kein radikaler, dogmatischer Gegner jeglicher Migration. Ich will einfach nur eines, und zwar Migration muss genauso wie Umweltfragen, Verkehrspolitik, Steuer- und Rentenpolitik danach betrachtet werden, nützt sie dem Volk und dem Land ja oder nein. Und ein Beispiel, was man hier bringen kann, ist in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat zum Teil eine Mehrheit an fremden Menschen im eigenen Land. Das sind aber keine Staatsbürger, die arbeiten dort als Saisonarbeitskräfte und das bringt aus Sicht der Saudis ihnen Vorteile. Also ich persönlich finde, Migration muss wirtschaftlich einen Vorteil bringen für das Land, in jeglicher Hinsicht, weil wenn die Migration mich was kostet, dann ist es ein Verbrechen und eine Verantwortungslosigkeit der Politik dem eigenen Volk gegenüber. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wo wir wahrscheinlich anderer Meinung sind, sie muss auch kulturell verträglich sein, denn Diversity und ethnische Vielfalt hat negative Effekte. Vollkommen egal, wie viel in welcher Hinsicht. Es gibt hier kulturelle Belastungsphänomene, das wurde in zahlreichen Studien festgelegt, weil es ethnische In-Group-Preferences gibt. Und wenn du mehrere ethnische Gruppen hast, die in einem Staat leben, dann entstehen dadurch Reibungspunkte und Probleme, die eine Belastung darstellen können. Sprich, man muss auch die kulturelle Frage und auch die Frage der kulturellen Identität mit einbeziehen. Das heißt, Migration muss dem Volk wirtschaftlich nutzen, aber sie darf auch keine kulturelle Belastung darstellen, die dem Volk damit schadet. Okay, vielleicht erstmal zum ersten Teil. Es ist natürlich auch nicht so, dass man einfach sagen kann, Migration auf zu, ist es sinnvoll oder nicht, und dementsprechend macht man dann zu 100% Grenzen auf für... Na, wir sprechen jetzt von der Theorie. Ja, klar. Es ist halt eine Frage, bis zu welchem Grad ist es sinnvoll, bei welchen, zum Beispiel, bei welchen Anstellungen für Arbeitsvisa ist das dann sinnvoll. Aber vor allem für den zweiten Teil würde mich interessieren, du vertrittst ja den Ethnopluralismus. Ja. Ethnopluralismus, was bedeutet das für dich? Gerne. Also wie vorhin noch zur Migration sagen, es ist doch legitim, wenn ein Land sich komplett gegen Migration entscheidet, wie Japan zum Beispiel, oder fast komplett gegen Migration. Und aus meiner Sicht brauchen wir auch in Europa keine Migration für unsere Diversity. Wir haben genug Vielfalt in Europa ohne nicht-europäische Massenmigration. Ethnopluralismus für mich ist ein abstrakter Begriff, also auch kein Begriff, den ich jetzt auf ein Flugblatt draufschreiben würde, weil er einfach ein komplexer philosophischer Begriff ist. Ethnos, Volk, Pluralismus, Vielfalt, besagt aus meiner Sicht, dass es eine Vielfalt an Völkern und Kulturen auf der Erde gibt, dass diese Völker und Kulturen generell mal alle eine Existenzberechtigung haben. Das heißt nicht, dass man gewisse Kulturen nicht kritisieren kann und vergleichen sollte, aber sie haben alle eine Existenzberechtigung. Sprich, es gibt jetzt keine per se höherwertige, besseres Volk als andere. Und der Kernidee des Ethnopluralismus ist, dass man versuchen sollte, eine Welt zu schaffen, in der diese Völker und Kulturen sich entfalten können,
erhalten bleiben, weil man in diesem Vielfalt an Völkern und Kulturen einen Wert an sich betrachtet. Sprich, als Ethnopluralist würde ich sagen, ich finde es auch gut, wenn, die bhutanesische Kultur ihre Gepräge erhält, und ich finde es irgendwie schade, wenn dieser Indianerstamm dann verschwindet und seine Identität und Sprache verliert. Dazu hätte ich eine Frage. Also siehst du Ethnopluralismus als Bezeichnung für die Kultur, für die verschiedenen kulturellen Aspekte oder tatsächlich auch für die Genetik? Also ich meine, das Wort Ethnie benutzen wir ja als ja eine Art Nachfolgebegriff des Begriffs Rasse. Naja, Ethnie ist ein bisschen mehr. Ich würde sagen, der Nachfolgebegriff dafür ist heute eher Population oder Humangenetik. Ja. Mhm. Aber für mich ist Ethnos, also Volk, oder die ethno-kulturelle Identität, ethisch und kulturell, ist ein Mix aus beiden. Weil es ist vollkommen klar, wir wissen ja Menschen, das ist einfach eine Erkenntnis der Evolutionsbiologie und der Forschung, ist auch mittlerweile 100% nachweisbar. Wenn du einen Indianerstamm hast und die bilden eine Fortpflanzungsgemeinschaft und dann nehmen wir so einen anderen Stamm, mhm, und dann, keine Ahnung, gibt es einen Fluss dazwischen und die verheiraten sich selten untereinander, dann wird der bestimmte Cluster hervorbringen und der auch. Du kannst heute einen 23andMe-Test machen, mhm, und dann siehst du das Ganze in einem Chart. Habe ich tatsächlich gemacht, vor kurzem tatsächlich. Ich habe es noch nicht gemacht, ja. Wirklich nicht? Nee, ich will nicht haben, ich habe Angst, wenn ich dir meine DNA gebe, dass sie mich dann klonen, ja, oder ich bin noch nicht dazu gekommen, ja. Bei mir wird es natürlich 100% Skandinavien sein, ich meine, schau mich an, ja, also, ja, nein, Scherz. Also ich finde das immer witzig, wenn Leute dann sagen, ah, du bist ja gar nicht blond und blauäugig, wie kannst du ein Rechter sein? Ist natürlich alles Schmonzens. Also ich persönlich sage, Identität, nationale Identität, ethnokulturelle Identität hat natürlich eine biologische und eine kulturelle Seite, aber man kann sie nicht auf die eine oder andere Seite reduzieren. Das ist der entscheidende Punkt. Okay, dazu erstmal eine Sache. Ist es nicht eigentlich ziemlich sinnlos zu sagen, dass sich ethnische Gruppen oder Populationen nicht vermischen sollten, wenn es quasi darum geht, genetische Fehler und so weiter auszuschließen oder... Du, darum geht es mir aber nicht. Mir geht es darum, dass einfach die Völker und Kulturen, die ihre Identität erhalten wollen, in beider Hinsicht, ja, das auch, wenn sie das machen wollen, können dürfen. Ich sage jetzt nicht, also es gibt natürlich immer Vermischungen. Es sind auch viele Völker in der Ethnogenese aus unterschiedlichen Kulturen entstanden. Ja, da gibt es verschiedene, auch in der Völkerwanderungszeit. Das waren aber sehr eng verwandte Völker und Kulturen. Also die deutsche Nation entstand aus Stämmen. Es gibt da diese Erzählung von diesen einwandernden Stämmen, die sich dann auch mit den hier lebenden Urbevölkerung vermischt haben. Findet immer wieder statt. Aber ich sage, wenn ich jetzt als Volk und Kultur mich entscheiden darf und kann, wie ich mich weiterentwickeln möchte, wie viel Migration ich haben möchte, dann ist das mein legitimes Recht. Das ist die Sache, die ich sehe. Aber wenn jetzt ein Volk oder Menschen frei entscheiden, dies oder jenes zu tun, ist das ihre Entscheidung. Sehe ich nicht ganz so, weil ich finde, letztendlich sollte ja, gibt es ja auch, also du redest jetzt sehr viel von einer kollektiven Entscheidung. Ich finde, zu einem gewissen Grad muss die kollektive Entscheidung auch durch individuelle Entscheidungen gebrochen werden können. Aber die kollektive Entscheidung betrifft jetzt für mich zum Beispiel die Migrationspolitik. Ja? Also wenn ich haben will, ich will nicht haben, dass hier, also du weißt ja, die größte afghanische und syrische Community außerhalb von Afghanistan und Syrien lebt in Deutschland und zweitgrößte in Österreich oder umgekehrt. Also ich will halt nicht haben, dass über Resettlement, also Ansiedlungspolitik, hier massenhaft afro-arabische Bevölkerungsgruppen angesiedelt werden. Nicht, weil ich die ablehne. Ja. Nicht, ich habe nichts gegen die, aber ich glaube, das erzeugt Reibungen, das bringt uns beiderseitig nichts. Verstehe ich. Aber wenn du sagst, es sollten sich ethnische Gruppen nicht miteinander vermischen oder die sollten plural bleiben. Naja, das ist halt auch so eine... du ja eigentlich der individuellen Freiheit auch weg, dass man selber entscheiden kann, mit wem man sich beispielsweise fortpflanzen möchte. Nee, überhaupt nein, gar nicht. Das ist ein völliger Strohmann. Ja? Also auch zu sagen, Ethnopluralismus sagt, wir brauchen eine globale Apartheid, ist ein Blödsinn. Ethnopluralismus besagt, dass wir sehen, die Welt ist in Vielfalt von Völkern und Kulturen. Es gibt nicht die eine einzige Kultur- und kulturelle Weltsicht und es gibt nicht nur die eine Sprache und man kann auch, es ist schwierig, zwischen kulturellen Perspektiven Hierarchien aufzubauen. Das ist hier ein ziemlich linker Punkt, ja, fast schon ein Postmoderner. Und das besagt Ethnopluralismus. Und Ethnopluralismus ist eine Weiterentwicklung zu eher altrechten Punkten, wo man sagt, mein Volk, meine Kultur ist die absolut überlegene, alle anderen sind barbarisch und Chaos. Und die neuen Rechten sagen, nee, mein Volk ist mein Volk und meine Kultur. Ich kämpfe dafür, weil es mein Volk und meine Kultur ist, aber ich akzeptiere
auch die anderen. Ja, ich habe sogar eine Sympathie für die anderen, die ebenfalls ihre Kultur erhalten wollen. Und weitergeführt dann, was ich problematisch sehe als Ethnopluralist, ist dann zum Beispiel eine totale kulturelle Vereinheitlichung. Wenn weltweit Menschen ihre Traditionen vergessen, wenn weltweit Menschen eben so einer reinen Konsumerkultur verfallen, das heißt nicht, dass ich das, ihnen das verbieten möchte, ich sage, ich finde es halt tragisch und ich finde es schön, wenn von der Mongolei bis Bhutan bis in Tirol junge Menschen noch Tracht tragen, ihre alten Lieder, ihre alten Kulturen, Traditionen, Bräuche hochleben lassen. Aber angenommen, das macht mich zum Ethnopluralisten. Angenommen, das möchte eine Mehrheit. Wenn das Mehrheit das will, dann will sie das. Dann darf das auch so passieren. Sicher, klar. Schau, der entscheidende Punkt ist der, ich würde, wenn mein Volk, wenn dieses Land und Volk sagt, wir wollen verschwinden, interessiert Österreich nicht, wir sehen uns als Weltbürger, ja, wir wollen einfach gemütlich TikTok-Videos schauen und alles ist uns egal, dann werde ich nicht sagen, ich zwinge euch jetzt in eine Zuchtanstalt und nein, also wenn das Volk als Volk nicht weiterleben möchte, dann war's das, dann hänge ich meinen Mantel auf und dann akzeptiere ich das und gehe in eine Holzhütte und lese Heidegger. Aber meine These ist ja die, dass wenn es eine faire und offene Debatte gäbe, dass die meisten Menschen einfach ihre Identität erhalten wollen. Das heißt nicht, dass jetzt wir eine globale, hermetisch abgeriegelte Kulturen haben. Das gab es noch nie und wird es nie geben. Aber wenn wir eine Remigrationspolitik haben, wie ich sie mir vorstelle, dann wandern die Menschen aus und lassen sich in einem anderen Land nieder, die das wirklich wollen, weil sie das Land und die Kultur gut finden, weil sie vielleicht mal dort studiert haben, sich verliebt haben in das Land oder in einen Menschen dort und dann Teil des Landes werden wollen. Und das würdest du auch weiterhin ermöglichen? Ja, sicher, wenn das gab es ja immer schon. Ja, das gab es immer schon in der Weltgeschichte. Die Frage ist, welcher Ausmaß und welcher Entwicklung. Aber dass es einen kulturellen Austausch gab, dass auch ein Mensch mal dorthin, einer mal dahin gezogen ist, gab es in der Geschichte immer schon. Und das auch irgendwie komplett hermetisch abzuriegeln, würde ich auch für genauso unnatürlich halten. Meine Frau ist selber Amerikanerin. Ja. Wir haben uns halt verliebt, ne? Und haben uns halt geheiratet. Und solche Sachen kommen vor und werden immer vorkommen. Aber ich habe keine extremistische Position. Ich kämpfe gegen die extremistische Position, dass binnen weniger Jahrzehnte auf einmal die indigene Bevölkerung Europas zum Minderheit im eigenen Land wird, dass hier massenhaft Menschen aus völlig inkompatiblen Kulturen hierher verpflanzt werden. Afghanistan, Analphabeten, 56, ich glaube über 50%. Ja, und dann auf einmal... Würdest du sagen, das liegt an Genetik oder würdest du sagen, das liegt nur an... ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich... Bildung beziehungsweise an der... Übrigens, Hugo, du musst mich unterbrechen, wenn ich zu ranten beginne, unterbrich mich einfach. Das ist einfach so... Ist ein bisschen wienerische Kultur. Ja. Guter Punkt. Also es gibt einen, ich zitiere jetzt mal so grob, ja, also zig Afghanen hierher holen, Durchschnitts-IQ von 84, Analphabetismus von 56%, völlig inkompatible Kultur, das wird nicht gut gehen. Getwittert hat das nicht ich, sondern das hat der Sohn des ehemaligen sozialistischen Kanzlers, Nikolaus Kern, getwittert, war ein großer Skandal dann. Also ich persönlich glaube, es hat sehr stark kulturelle Komponente und Aspekte. Warum? Wenn du dir anschaust, ein Land wie Nord- und Südkorea. Ja, genetisch quasi dieselbe Bevölkerung, aber du hast auf einmal zwei unterschiedliche Systeme, radikal unterschiedliche Richtungen. Weiß nicht, ob das auch messen könnte. Zugleich aber natürlich gibt es dann das Argument der World IQ Map, die sagt, okay, aber es gibt ein Land wie Afghanistan oder es gibt eben den Subsahara-Gürtel und dort, wenn du das vergleichst mit Ägypten und anderen, hattest du diese Hochkulturen noch nie in der Form. Ich persönlich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eine Sache, die man nie klar lösen kann. Auch das Gegenargument wieder dagegen, wenn du dir anschaust, eher die ganzen Milieutheoretiker, Jared Diamond, der sagt, okay, aber wenn das dann so ist, wenn das Ganze genetisch ist, warum waren da eine Zeit lang eine Hochkultur im Zweistromland, aber nicht dort, wo die so intelligenten Germanen gelebt haben? Ja, warum kommen Hochkulturen dann in bestimmten Regionen hoch? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich persönlich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, wie die Lage jetzt ist. Ich kann nur sagen, wie jetzt IQ-Karten ausschauen. Ich kann nur sagen, wie jetzt Kultur aussieht. Und ich kann nur sagen, wenn ich jetzt Massen aus diesen Ländern hierher importiere, kriegen wir jetzt massive Probleme. Und diese Leute alle mit einer Armada an Sozialarbeitern zu enttraumatisieren, zu erziehen und so weiter und so aufzubauen, haben wir weder die Ressourcen noch die Pflicht noch die Notwendigkeit. Okay. Was jetzt noch eine Frage wäre, die mir natürlich in den Sinn kommt, wenn du gerade schon ansprichst, die Ressourcen, die dadurch verbraucht werden, durch die starke Migration und so weiter, ein Thema, das ich jetzt heute noch gar nicht angesprochen hatte, sind deine Pläne zur Remigration. Was genau ist da deine Vorstellung? Wen würdest du remigrieren und was sind deine Hoffnungen dadurch? Ja, also, wen würdest du remigrieren? Also remigrieren als Verbum
ist auch eher so ein Meme. Ja? Also, was ich unter Remigration verstehe, es ist für mich ein Wen würdest du abschieben wollen? Besserer Punkt, ja. Remigration zuerst einmal ist für mich so ein Begriff wie Energiewende. Also so ein Überbegriff für verschiedenste Aspekte und Punkte. Und abschieben würde ich wollen alle Leute, die keinen gültigen Aufenthaltstitel haben. Also keine Deutschen und keine mit aktuell gültigen Aufenthaltstitel. Exakt. Was ist dann mit den nicht assimilierten Deutschen und denen, welche aktuell unter Asylrecht hier sind, in Ländern, von denen du vermutlich nicht der Meinung bist, dass diese noch ein Asylrecht genießen sollten? Guter Punkt. Aus meiner Sicht sind die Leute, die mit Asyl, Betrug, Wirtschaftsflucht oder Asylshopping ins Land gekommen sind, langfristig auch nicht berechtigt, hier zu bleiben. Ich halte es auch für falsch, außer in Ausnahmefällen, das zu einem Weg zur Staatsbürgerschaft zu machen. Ähnlich wie in den USA, wo, ich meine, Trump sagt sogar, er ist für legale Migration, sehe ich anders, aber ist sein Punkt. Aber er sagt, jeder, der illegal ins Land gekommen ist, muss wieder zurückgehen und kann dann versuchen, legal reinzukommen. Für mich ist der Punkt, jeder, der aus Asylland hergekommen ist, ja, und dann Asyl missbraucht, um seine Familie nachzuholen und dann letztlich sich hier niederzulassen, auf Dauer, holt damit weitere Illegale ins Land, weil das ist ein Lerneffekt. Ja, das ist ein sehr, sehr negativer Lerneffekt und das finde ich falsch. Also aus meiner Sicht ist es so, Asylrecht ist Recht auf Zeit, Asylbescheide haben eine Halbwertszeit, danach müssen sie erneuert werden. Wir lassen sie auslaufen, wir erneuern sie nicht, wir machen eine Aktion scharf und prüfen das Ganze und alle Leute, die Asyl bekommen haben, für eine gewisse Zeit kommen wieder zurück in ihre Heimat. Punkt. Das ist aus meiner Sicht vollkommen notwendig und das ist nicht extrem, das ist das Mindestmaß. Das ist Rechtsstaat. Dann sollte dieser Asyltitel geprüft werden. Exakt. Und zu deinem Punkt mit, dass jeder illegale Migrant erstmal zurück in sein Herkunftsland muss. Ich weiß nicht, ob ich das so prinzipiell immer so sehen würde, weil es ja auch enorme Kosten sind. Also wenn wir quasi jemanden haben, der hier eine feste Anstellung hat, der sich in die Kultur integriert hat, der Deutschland oder Österreich unterstützt und keine Probleme verursacht soweit, der fürs Land am Ende Plus macht. Ich sehe keinen Grund, warum man den jetzt erst ins Flugzeug setzen sollte, zurückschicken sollte und dann Jahre warten muss, bis der wieder herkommt, bis der wieder seinen Titel richtig gestellt hat. Kennst du die Männerstatistik? Ich kenne das Ding. Kennst du Raffelhüschen? Kennst du die dänische Studie? Ein afrikanischer Migrant kostet im dänischen Staat im Schnitt 560.000 Euro. Das ist die Lebensleistung. Ja, ja, klar. Ich gebe dir aber recht, es gibt natürlich die Regel und da gibt es Ausnahmen von der Regel. Ja, ja, klar. Also und die wird es immer geben, das ist mir völlig klar. Ob man quasi dermaßen ja, fast fanatisch sagen muss, in jedem einzelnen Fall muss also, erstmal zurückgeführt werden nein, und dann nein. kann wieder der Antrag Ich würde werden. In keiner Sache jemals sagen, jeder einzelne Fall, weil das ist eine Form, das ist unrealistisch, es gibt immer Recht und billig, sagt man. Ja. Recht, es gibt die Regel, das Prinzip, das ist vollkommen klar. Und dann gibt es natürlich auch Einzelfallentscheidungen, die es immer geben können wird, das ist mir völlig klar. Mir geht es nur darum, jetzt mal klar diese Regel festzulegen. Ich glaube aber, dass tatsächlich diese Fälle relativ gering sein werden. Und ich glaube, es ist jetzt auch mal notwendig, ein klares Signal zu setzen. Weißt du, weil was du dir vielleicht nicht bewusst bist und viele andere nicht. Es gibt bitte in Afrika 40-50% der Afrikaner, die auswandern wollen. Es gibt eine riesige Bevölkerungslawine. Und wir kommen jetzt in eine Phase mit einer globalen Krise, in der wir auch nicht mehr so viel Geld dorthin schicken können. Also es sind Bevölkerungsmassen entstanden von Ägypten bis Gambia, die vom eigenen Land nicht ernährt werden können. Die von dem eigenen Land nur ernährt werden können über Importe von Düngemittel und Getreide, die sie wiederum nur bezahlen können aufgrund von ständigen Geldgeschenken. Und wenn irgendwann einmal in Deutschland der industrielle Motor zusammenbricht und wir mit uns selber beschäftigt sind, dann entsteht hier eine massive Migrationswelle und diese Migrationswelle könnte Europa wirklich in den Abgrund reißen, würde Afrika nicht helfen und würde uns dann auch jede Möglichkeit nehmen, dort wieder weiterzuhelfen. Also ich glaube, man muss jetzt mal klare Signale setzen, dass du über Asylbetrug nicht herkommen kannst. Und wenn du das machst und wenn du beginnst mit einer Rückführung, dann wird das Schleppergewerbe nicht zusammenbrechen, weil der Grenzschutz aus meiner Sicht im Moment ist völlig zynisch, weil wenn ich in Europa, sobald ich den Boden betreten habe und Asyl sage, in 99,9% aller Fälle nicht abgeschoben werde und meine Familie nachholen kann, bringt jeder Grenzschutz nichts. Das heißt, du müsstest jetzt erstmal ein Zeichen setzen für die Signalwirkung, aber du würdest auch sagen, dass es Einzelfälle geben kann, in denen tatsächlich eine Rückführung, auch wenn diese Person illegal zugewandert ist, nicht notwendig wäre. Das müsste man dann halt in solchen Fällen nochmal Ich glaube, sich anschauen.
das sage ich generell, zu allem, was ich sage, bin ich immer überzeugt, dass man Einzelfälle finden wird, wo es zwar rechtlich so wäre, aber nicht billig. Und jeder checken würde, okay, in diesem Fall ist es einfach nicht sinnvoll, Prinzipien zu retten. Das ist aus meiner Sicht logisch und das ist auch menschlich und human. Und dem stimme ich auf jeden Fall zu. Aber ich glaube, man braucht trotzdem, und das ist das Problem, wenn du nicht einmal das klare Prinzip hast, wenn du nicht mal die rechtsstaatlichen Sachen ansetzen müsst, erreichst du damit gar nichts. Ich muss auch sagen, ich weiß, also ich persönlich bin schon dafür, klares Prinzip. Asyl kann kein Weg sein, sich im Land zu verfestigen. Aber mir ist natürlich auch klar, dass am Ende vielleicht generell Kompromisse gefunden werden. Das ist halt das Ergebnis der Politik. Meine Position ist, man muss hier zumindest mal den Rechtsstaat wiederherstellen. So viel zu deiner Position. Ich hatte jetzt noch ein, zwei Fragen rausgesucht. Ich hatte ein, zwei Content-Creatern auch tatsächlich geschrieben, welche Frage sie dir so stellen wollen. Zum Beispiel, Gregors Politik. Hast du Jury Joker gefragt? Nein, den nicht. Schade. Aber Gregors Politik, mit dem ich zuletzt hier in Wien ein Interview geführt habe. Cooler Typ, der hat mich, der ist auch einer von den rechten Kommentatoren, würde ich sagen. So ein bisschen patriotisch eingerichtet, ja. Also er hat mich auch nachhaltig radikalisiert. Nee, Scherz, ich will nur ein bisschen triggern, ja. Er fragt quasi, was du davon hältst, dass der Christchurch-Attentäter dir 1.500 Euro gespendet hat und der Identitären Bewegung über 5.000 Euro. Und wie du dazu stehst, dass du mit solchen Leuten gerne ein Bier trinken würdest. Ja, warum du quasi von denen Unterstützung erhältst. Ja, das ist so die Frage. 0 von 5 Punkten für diese langweilige Frage. Ich hätte von Gregor mehr erwartet. Also, ich kann die Geschichte gerne aufrollen. Selbstverständlich lehne ich jede Form von Terrorismus ab. Und auch Rechtsterrorismus und insbesondere dieser Livestream-Terrorismus ist aus meiner Sicht pervers und abscheulich. Irgendwelche Leute einfach umzubringen, die völlig unschuldige Menschen sind, sich dabei zu filmen, um dann irgendwie eine Art mimetische Apotheose zu bekommen, ist aus meiner Sicht auch menschlich widerwärtig. Selbstverständlich lehne ich das ab. Der Typ hatte mir und vielen anderen rechten Gruppierungen Geld geschickt. Es gibt das Gerücht, dass er angeblich Geld geerbt hatte oder in Bitcoin investiert hatte. Zum Teil glaube ich, dass das Ganze auch strategisch gemacht wurde von ihm. Ich habe mich dann bei ihm, wir haben uns bei ihm bedankt, weil er das über PayPal geschickt hat, wenn ich mich recht erinnern kann, da hast du quasi eine E-Mail-Adresse. Das ist ein ganz normales Prozedere jeder NGO und jedes Content-Creators. Würdest du auch machen, wenn du eine Spende kriegst von 1.500 Euro und hast eine E-Mail-Adresse, würdest du zurückschreiben, hey, vielen Dank. Ja. Und wenn dir der dann antwortet, oder würdest du machen? Ja, ich finde das Argument tatsächlich auch selber relativ schwach, aber... Jetzt stell dir vor, der sagt dann, hey, du, ich komme mal vielleicht mal in die Stadt, wo du wohnst. Würdest du vielleicht auch sagen, ja, weißt du was, geh mal auf einen Kaffee oder ein Bier. Oder wäre das unrealistisch? Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall nicht ganz weit hergeholt. Wenn du halt zu dem Zeitpunkt noch nicht wusstest, welche Ansichten... Natürlich nicht, ich hatte keine Ahnung. Das war einfach ein Typ, der einen Namen hatte und der uns Geld gespendet hatte. Okay. Und ich treffe mich außerdem mit jedem, ich treffe mich auch sogar mit Leuten wie dir, ja? der Lügenpresse und dem YouTube-Mainstream, die Spaß beiseite. Das wusste ich natürlich nicht. Und das Ganze war übrigens auch einen Monat vor seiner Tat. Also entweder er hat sich danach radikalisiert, oder er hat aus meiner Sicht das Ganze, das ist glaube ich eher gezielt gemacht, weil in seinem Manifest vertritt er den Akzelerationismus. Sprich, er sagt, Leute wie ich, die nicht radikal genug sind, die nicht zur Gewalt aufrufen, Leute wie die FPÖ, binden ein Potenzial an potenziellen Rechtsterroristen, indem wir ihnen Scheinlösungen vorgaukeln. Die einzige Lösung, sagt er, ist, wenn alle Rechten gewalttätig werden und einen Bürgerkrieg auslösen, so ein Helter-Skelter. Und deshalb hat er gesagt, das Ziel von rechten Terrorismus, hat ganz genau erklärt, warum er das macht, ja, seine Gründe, rationalisiert, er meint, ja, er will Migranten erschrecken damit und so weiter. Und er hat gesagt, er will Repression auslösen gegen gemäßigte rechte Akteure, damit der Weg frei wird für mehr Terror. Und insofern hat sogar Candace Owens als Inspiration genannt, hat in seinem Manifest unzählige rechte Kommentatoren genamedropped. Und ich sehe das als Teil seiner akzelerationistischen Strategie, die auch der Gregor oder Georg da vertritt. Das heißt, klare Abgrenzung an der Stelle und eine andere Frage, die vielleicht auch daran anknüpft, ist halt, an welchem Punkt würdest du sagen, dass du von der falschen Seite, von den falschen Menschen Applaus bekommst, mit den falschen Menschen dich auf einer Seite befindest? Würdest du sagen, dafür gibt es auch eine Grenze? Ja, absolut. Also wenn ich jetzt jemals von der Grünen Partei Applaus bekommen sollte, dann würde ich auf jeden Fall mein Vorgehen hinterfragen. Nein, das ist auch ein kleiner Scherz. Also ich persönlich sage so, man kann sich gegen Applaus und gegen Beifall nicht wehren.
finde es auch falsch, hier Guild by Association zu betreiben, aber ich glaube, dass halt Leute, wenn jetzt wirklich echte Extremisten, also Leute, die tatsächlich gewalttätig vorgehen, ja, oder wirklich auch Menschen hassen oder einfach Schaden zufügen, umbringen wollen, nur wegen ihrer Herkunft, glauben, ich würde ihre Ideen und Prinzipien vertreten, dann sollen die nochmal ganz genau anschauen, was ich gesagt und gelesen habe, dann kann es sein, dass sie auf den Fake Martin Sellner reingefallen sind, den du heute auf Wikipedia im Mainstream in der Presse siehst. Also das erlebe ich manchmal auch, dass manche Leute glauben, dass ich wirklich so ein krasser, verrückter, wahnsinniger bin, wie das die Presse darstellt, und fast schon enttäuscht sind, wenn sie mich in echt treffen. Ich denke, das war's mit den ernst gemeinten Fragen. Wir haben noch hier eine Frage. Wie wirst du deine Tochter nennen? Meine Tochter? Ja, keine Ahnung, das hat Critical Cat gefragt. Das muss natürlich ein ganz krass deutscher Name sein. Ja? Also Braunhilde oder Kramtrud zum Beispiel. Nee, Scherz. wie würde ich meine Tochter nennen? Ganz ehrlich, diesmal hat meine Frau das Recht. Ja? Und wir würden Frau den Namen auswählen. Also Frauen haben Rechte? Ja, Frauen haben Rechte, Männer im Fall meiner Frau. Das ist, denke ich mal, ein gutes Schlusswort. So viel, denke ich mal, zu dem Interview. Wir sind ganz gut durchgekommen. Ich würde sagen, es waren einige spannende Punkte dabei. Ich habe jetzt tatsächlich nicht sehr viel widersprochen. Es sollte ja keine Diskussion werden, sondern tatsächlich nur ein Interview, bei dem ich Fragen stelle und wir Antworten bekommen. Wie hat euch das Interview gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Unterstützen könnt ihr mich gerne über Ko-fi, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich danke dir vielmals. Ich distanziere mich übrigens an der Stelle klar von dir. Ja, also du vertrittst nicht meine Meinung, nur um das mal, falls ja Guild by Association entsteht. Ich vertrete tatsächlich nicht deine Meinung. Gut, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Hey,